Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 276. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Halli, hallo ihr da draußen und willkommen zu dieser neuen Huxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer, da bin ich sehr froh drüber, der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Wir können uns wieder nur bedanken für die vielen tollen Zuschriften, die wir bekommen haben, Themenvorschläge. Wir sammeln das alle und bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht auf jeden Themenvorschlag nochmal einzeln antworten. Wir lesen die, wir archivieren die, die kommen auf den Stapel. Da bitte nicht enttäuscht sein. Bei Mails, wo eine direkte Antwort erforderlich ist, antworten wir auch sehr gerne, aber wir haben einfach einen riesen Stapel an Dingen, die wir noch gar nicht abgearbeitet haben. Also da bitte Entschuldigung für. Wer möchte, wer es noch nicht mitbekommen hat in den sozialen Netzwerken, wir sind in der, ich überlege schon, ich verkomme in der Zeit, letzten Woche besucht worden vom NDR. Die haben einen kleinen Bericht gedreht, also für all diejenigen, die nochmal uns ein bisschen bei der Arbeit zugucken möchten. Das verlinken wir unter unserer Episode auf der Homepage huxilla.com und da könnt ihr diesen kleinen 2-Minuten-Bericht vom NDR euch noch mit anschauen. Und in dieser Folge ganz wichtig, bis zum Ende dranbleiben, weil es gibt wieder ein tolles Gewinnspiel diesmal, wo ihr tolle Sachen gewinnen könnt und alle Infos dazu gibt's dann zum Ende der Episode hin. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit einer neuen Geschichte von Alexa. Der Woche. Also was die heutige Story betrifft, muss ich ja ganz offen zugeben, ich finde mich selber nicht mehr denkbar ohne mein Smartphone und bin inzwischen bekannt dafür, dass ich ständig mit dem Ding am Herumhantieren bin und im Netz surfe und ich weiß nicht was tue. Das ausgerechnet aber, naja, sagen wir mal so, Technologiegiganten, was ihre Kinder angeht, da ziemlich rigoros sind, ist einem Artikel von 2018 in der Times zu entnehmen, wo die Autorin nämlich darauf eingeht, dass zum Beispiel Bill und Melinda Gates sehr restriktiv sind, was so den Gebrauch von bestimmten Devices angeht, also wahrscheinlich auch den Smartphones, dass ihre Kinder eigentlich gar keine haben sollen bis zu einem bestimmten Alter. Und dass Steve Jobs zum Beispiel es auch viel lieber gehabt hat, wenn die Kinder irgendwie weniger mit Technik umgegangen sind und lieber so ein bisschen gespielt haben. Und dass Mark Zuckerberg zum Beispiel bei seiner Tochter sehr darauf achtet, dass die eher liest, als irgendwie sich im Netz rumzutreiben. Und das ist natürlich insofern ein bisschen verwunderlich, weil das Leute sind, die wirklich auch sehr viel Geld verdienen mit Technologie oder im Fall von Steve Jobs sehr viel Geld verdient haben mit Technologie. Und dass die dann ausgerechnet so restriktiv sind, ist natürlich irgendwie erstaunlich. Wenn die Geschichte denn stimmt und das nicht hier irgendwie schlecht recherchierte Fake News sind, die nur irgendwelche gängigen Vorurteile aufgreifen. Ich bin mal selber sehr gespannt, was ich euch dann nachher erzählen kann über diese Story und zur Auflösung. Und bis dahin dürft ihr ein bisschen rätseln. Mich würde vor allen Dingen interessieren, ob es tatsächlich ein Muster bei all diesen Personen gibt. Aber das werden wir ja dann am Ende der Sendung erfahren. Ich weiß es auch nicht. Ich habe die Geschichte diesmal auch nicht vorab gehört. Bin auch gespannt, was da rauskommt. Thema der Woche. Ja, wir sind sehr erleichtert, nachdem die Space Shuttle-Folge und auch die Spuk im Hotel-Folge ja bei euch gut angekommen ist. Wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Also sowohl mehr Meta-Geschichten von Alexa im Grunde genommen, sowie diese Spuk im Hotel-Geschichte, aber auch gerne mehr Raumfahrt-Geschichten, haben wir uns heute mal was komplett anderes wieder ausgesucht. Nämlich sowas wie ein Stück Netzlegende, Alexa, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Also das Thema heute, Cicada 3301, ist auf jeden Fall Netlaw, hat was zu tun mit Alternate Reality Games. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Und ist auch ein Wunsch von euch da draußen, der uns erreicht hat und der schon relativ lange ja auch so auf der Liste stand und den wir jetzt endlich mal anpacken wollten, weil er doch eventuell zumindest ein paar aktuelle Anklänge hat, auch wenn die wirklich
weitaus nicht ganz geklärt sind. Auch dazu nachher noch mehr. Und du hast ja sowieso ein gewisses Fable für Alternate Reality Games. Ja, ich habe sogar mal versucht, sowas zu spielen. Total unerfolgreich. Und da ist dir ja Cicada 3301 auch schon untergekommen. Aber vielleicht müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was eigentlich ein Alternate Reality Game ist, was da so passiert. Ja. Ganz kurz, das ist ein Spiel, was sich auf verschiedenen Plattformen, hauptsächlich im Netz, aber auch darüber hinaus abspielt. Es erschafft, wie der Name schon sagt, eine alternative Realität. Das heißt also, wer das spielt, der schlüpft nicht in eine andere Rolle, wie beim Live-Rollenspiel zum Beispiel, sondern spielt als man selber. Und man kann im Netz, das ist ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, nach versteckten Hinweisen auf eigens dafür geschaffenen Internetseiten suchen. Es kann aber auch sein, wenn man sich für sowas anmeldet, dass man dann auf einmal den Pizzaboten vor der Tür stehen hat und im Pizzakarton ist dann der Hinweis auf eine Internetseite, die man aufrufen soll oder ähnliches. Und diese Alternate Reality Games, diese ARGs, werden sehr, sehr häufig eingesetzt im Marketing für Computerspiele, für Bücher, für Filme und finden statt, bevor das jeweilige Produkt veröffentlicht wird. Und die Leute können also so im Vorhinein schon die Geschichte so ein bisschen miterleben oder die Vorbereitung auf die Geschichte, können selber Rätsel lösen und meistens steuert das Ganze auf so ein großes Event, wo man dann auch tatsächlich zusammenkommt hin und da wird dann eben das jeweilige Buch, der Film, das Spiel vorgestellt und man kann vielleicht noch Preise abstauben und ähnliche Dinge. Also es gibt ganze Foren, die sich damit beschäftigen und wo die Leute sich natürlich auch untereinander austauschen zu den Rätseln, weil es ganz oft ist, dass sowas einfacher zu lösen ist, wenn man sich in Teams zusammenfindet, wenn man da untereinander zusammenarbeitet. Und in diesem ganzen Bereich kann man eigentlich Cicada 3301 auch einordnen. Vielleicht vorab ganz kurz zum Zeitraum, in dem wir uns bewegen. Vielleicht noch ein Einschub gerade. Es ist ja auch, man bezeichnet das als transmediales Geschichtenerzählen. Ja, genau. Und wir haben ja, also wenn ich sage wir, da warst du auch dabei, aber ich insbesondere mit Arno und Schlingel, zwei Kollegen, haben wir den Film Die Matrix mal sehr ausführlich in dem Podcast Minutenweise Matrix besprochen. Und da haben wir uns ja auch sehr lange über die Werbekampagne unterhalten. Und das ist schon fast so etwas, was in so ein transmediales Storytelling reinging, weil es ja am Anfang die großen Plakate gab, What is the Matrix? Es gab dann auch eine entsprechende Internetseite, die gar nicht viele Informationen hatte. Wenn man aber in den Webcode der Internetseite hineingeschaut hat, hat man weitere Hinweise und zum Teil sogar Videos gefunden, die so kleine Hinweise gaben. Wir reden hier von 1999, muss das im Grunde genommen gewesen sein. Da war das Internet halt noch nicht so wie heute mit Breitbandleitungen, dass Videos gut übermittelt waren. Das war alles deutlich aufwendiger. Aber so einer der Startpunkte, wo man mit solchen Methoden im Grunde genommen Werbung für einen Film machen wollte, ohne den eigentlichen Kinozuschauer zu erklären, was es eigentlich geht. Und interessant auch, dass bei The Matrix ja dieses Follow the White Rabbit auch vorkommt nach Alice im Wunderland. Und das ist auf jeden Fall so ein Schlagwort, ein Slogan für Alternate Reality Games schlechthin. Es gab sogar, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, eine Plattform, Follow the White Rabbit, wo man sich dann wirklich für ARGs auch im Allgemeinen anmelden konnte. Und wenn man sich da registriert hat, dann wusste man erstmal nicht, wann irgendwas passiert, aber irgendwann erreicht einen dann irgendein Hinweis und dann weiß man, dass es losgeht. Es gab auch, glaube ich, für Halo, für einen der Halo-Teile gab es relativ bekanntes ARG. Ne? Genau, bevor wir zum Zeitraum für Cicada 3301 kommen, vielleicht noch kurz ein sehr berühmtes ARG, nämlich I Love Bees, was 2004 für Halo 2 gestartet wurde. Das wird vielleicht dem einen oder anderen da draußen noch im Begriff sein. Und das Interessante dabei ist ja, dass diese Sachen dann aber immer zeitlich sehr umrissen waren. Also bei The Matrix, in dem Moment, wo der Kinofilm dann im Kino lief, war klar, was da gemeint war. Bei Halo war es dann die Veröffentlichung des Computerspiels. Also da war relativ klar, eine gewisse Zeit vor dem Wochen, Monate. Start, Verkauf oder was auch immer dann anstand des Mediums, um das es eigentlich ging, startet so ein ARG.
Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu Zikada. Das macht ja auch total Sinn, das wirklich kurz und knackig zu halten, weil wenn du das über 3, 4, 5 Jahre machst, dann haben die Leute dann hinterher schon wieder völlig vergessen, worum es eigentlich ging, und dann kommt das Produkt trotzdem aus dem Nichts und die Leute wissen gar nicht mehr, was überhaupt Sache war. Vielleicht noch ein letzter Punkt und dann, ich unterbreche dich ständig, aber für alle, die jetzt schon ihren E-Mail-Browser aufgemacht haben oder also das E-Mail-Programm oder schon anfangen, uns einen Kommentar einzutippen, ja, QAnon, ein eventuell davongelaufenes ARG, also dieser ganze QAnon-Verschwörungskult, eventuell auch so ein Alternate Reality Game. Wir haben davon gehört, wir haben uns die Videos angeschaut, wir haben wir sagen sogar noch was dazu nachher. Genau, wir sagen noch was dazu. Also jetzt braucht hold ihr. Hold your horses. Genau, hold your horses. Noch braucht ihr gar nicht tippen, macht alles zu, lehnt euch zurück. Wir werden das Thema nachher noch streifen, weil ich kenne euch, ihr habt jetzt schon quasi den Kommentar geschrieben. Machen wir noch. Ganz ruhig. Liebe Zuhörerinnen, kommen wir zu. So, genau, jetzt aber der Zeitraum von Cicada 3301. Das Ganze hat sich im Prinzip abgespielt, also auf jeden Fall ab 2012 und bis, man kann sagen, so 2016, 17 ungefähr. Spätestens 2017 ist das Ganze komplett im Sande verlaufen. Und man kann auch noch dazu sagen, es gibt sowohl Leute, die das durchgespielt haben, aber es ist gleichzeitig auch nicht beendet. Und warum das so ist, das können wir dann auch im Folgenden nochmal erzählen. Und vielleicht das Ganze so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, dass wir sagen, das hat sich in mehreren Wellen abgespielt. Es gab eine Welle, die ja 2012 im Januar gestartet ist und dann eine Weile anhielt. Und dann kam eine Botschaft, so die Runde ist beendet, und ein Jahr später dann die nächste. Und dann zog sich das so weiter. Und dann gab es irgendwann ein Rätsel, was bis heute nicht gelöst ist. Das heißt also, es gab Leute, die haben 2012 zum Beispiel das Ding bis zum Ende durchgespielt und haben auch hinterher von sich behauptet, sie hätten dann mit den Machern gechattet und auch ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren. Und auf der anderen Seite gab es dann eben später Rätsel, die bis heute nicht komplett entschlüsselt sind. Und insofern ist das natürlich für Leute, die sich mit Kryptographie beschäftigen, ein gefundenes Fressen. Und es gibt Leute, die sich da bis heute vielleicht dran versuchen und das Ganze versuchen zu knacken. So ein bisschen wie das Voynich-Manuskript. Begonnen hat das Ganze im 4chan am 5. Januar 2012. Und da wurde ein Bild gepostet, was aber im Grunde genommen nur aus einem schwarzen Hintergrund und Text bestand. Und der Text war dann: Hallo, ich übersetze jetzt mal so auf Deutsch, wir suchen hochintelligente Individuen und wir haben einen Test entwickelt, um sie zu identifizieren. In diesem Bild ist eine Nachricht verborgen. Finde sie und diese Nachricht wird dich auf die Straße zu uns führen. Wir freuen uns, dich kennenzulernen, oder wir freuen uns, die paar wenigen kennenzulernen, die den ganzen Weg schaffen werden. Viel Glück, 3301. Appelliert natürlich auch so ein bisschen an die Eitelkeit, ne? Also, wer möchte nicht für hochintelligent gehalten werden und zu wenigen Auserwählten gehören, die es bis zum Ende schaffen? Würde mich auch irgendwie reizen. Würde mich auch reizen, wobei natürlich hier relativ klar ist in so einem Bild, oder wie wäre es 2012 klar gewesen, dass ich zu wenig Ahnung von IT-Dingen habe. Das heißt, hier wird ja schon auch eine bestimmte Klientel von Menschen angesprochen, was ja zu einer der Hypothesen, wer sich dahinter verbergen könnte, dann ja auch spricht. Also man muss ja schon auch IT-affin sein, um jetzt in einer Texttafel als Bild eine verborgene Nachricht finden zu wollen. Wir werden das jetzt gleich so machen, weil wir uns sonst auch in Details verlieren, dass wir den Anfang so ein bisschen beschreiben, also die ersten Rätsel, und dann nur noch ein paar Bemerkenswerte herausgreifen, die über die Jahre gekommen sind. Und ansonsten auf entsprechende Links verweisen, die ihr wie immer unter der Folge findet, weil da zum Beispiel bei Know Your Meme die Rätsel relativ detailliert beschrieben sind. Und dann in aller Ausführlichkeit gibt es ein eigenes Wiki dazu, wo man dann wirklich jeden einzelnen Schritt der bisherigen Rätsel auch nachvollziehen kann. Wer das dann möchte, kann dann da in das Kaninchenloch hinabsteigen. Das machen wir jetzt heute mal nicht in hier in der Episode. Ja,
Genau, also wir sind im Augenblick noch bei 2012, bei der ersten Botschaft, die Alexander gerade übersetzt hat. Und das ging noch so ein bisschen, dieses Rätsel. Man musste dieses Bild mit der Nachricht in einem Texteditor öffnen und dann ist man auf eine Botschaft gestoßen, die mit einer Cäsar-Verschlüsselung verschlüsselt war. Das heißt also, man musste erstmal drauf kommen, überhaupt das Bild im Editor zu öffnen und diese Botschaft zu entdecken und dann musste man sie noch entschlüsseln und die Botschaft lautete: Tiberius Claudius Caesar sagt, also says auf Englisch, und dann eine Folge von Buchstaben und Zahlen und Zeichen, und das wiederum musste man entschlüsseln und kam dann zu einer Internetadresse, wo ein Bild zu sehen war von einer Holzente und da stand der Text drauf: Whoops, just decoys this way, looks like you can't guess how to get the message out. Und da musste man dann drauf kommen, dass die Wörter guess und out aber auch nicht in der Reihenfolge wichtig sind, weil man nämlich ein Programm namens outguess brauchte, um dann zur nächsten Nachricht zu gelangen. Mhm. Wenn man nämlich das Bild sozusagen da geöffnet hat, dann kam man auf zwei Botschaften, die wiederum sozusagen das nächste Rätsel darstellten und einen so ein bisschen weitergeführt haben. Das heißt also, man hat sich dann wirklich anhand von verschiedenen Rätseln immer von einem Stückchen zum nächsten durchgehangelt im Netz. Das ging denn hier sogar so weit, dass man dann noch über eine verborgene Botschaft in einem walisischen, mittelalterlichen Text etwas finden konnte. Und ja, das führte einen dann zu einer Telefonnummer, die man wählen konnte. Und was man dann hörte, wenn man diese Telefonnummer gewählt hat, das können wir uns ja auch nochmal gerade einmal anhören. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Ja, also da hat man dann eben wieder den Hinweis, die Zahl 3301 hatte man schon, man muss aber noch zwei weitere finden. Und da mussten dann die Leute drauf kommen, dass es sich um die Breite und die Höhe des Originalbildes, also des ersten Bildes handelte. In Pixel. In Pixeln, genau. Das heißt also 509 mal 503 und dann das Ganze eben mal 3301. Und dann kam man eben zu einer entsprechenden Internetseite, wenn man da ein .com dran gehängt hat. So, und da hat man dann eben wieder eine Nachricht gefunden, die lese ich jetzt auch nochmal vor, aber dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen gröber vorgehen, nicht mehr so detailliert. Die Botschaft war: You have done well to come this far. Patience is a virtue. Check back at 1700 on Monday, 9th of January 2012, UTC 3301. Das heißt also, man wurde dann sozusagen vertröstet. Ja. Yeah. Und musste dann sich die Seite nochmal angucken zur entsprechenden Zeit. Und dann ist man eben auf 14 Städte, angegeben durch Koordinaten, die verteilt waren auf verschiedene Länder, gekommen. Und in der Botschaft, die damit verbunden war, hieß es, dass man sich eben in die Stadt begeben sollte, der man am nächsten sei und da eben nach dem Symbol dieser Gruppe Ausschau halten sollte, also nach dieser Zikade. Was man dann fand, war tatsächlich ein DIN A4-Blatt, auf dem die Zikade abgebildet war, und ein QR-Code. Und mit diesem QR-Code haben dann die wenigen, die das als erste geschafft haben, weitere Informationen bekommen. Da wird es dann schwammig, weil später dann, wenn man diese QR-Codes heute scannt, zum Teil gibt es die Seiten dann nicht mehr. Als sie damals noch vorhanden waren, war dann die Nachricht im Grunde genommen schön, aber wir wollen halt die, die als erste so klug waren und keine, die es dann nachgeahmt haben. Hier an dieser Stelle sind zwei Dinge sehr, sehr bemerkenswert. Zum einen hat also das transmediale Geschichten erzählen, wenn man denn Geschichten erzählen sagen kann, weil es wird eigentlich gar keine Geschichte erzählt, sondern es werden nur Rätsel aufgegeben, sich von einem Medium, nämlich dem Netz, in ein anderes, nämlich die reale Welt, begeben. Das heißt also, man musste raus aus seinem stillen Kämmerlein und sich tatsächlich in die Außenwelt begeben und eben nach diesem Hinweis suchen. Und da klebten dann tatsächlich in der Nähe von Flughäfen übrigens
Zettel mit einer Zikade und einem QR-Code und das hat einen dann eben weitergeführt. Also das ist bemerkenswert, man musste wirklich rausgehen und die Tatsache, dass das eben 14 Städte waren, die wirklich über weite Teile der Welt verteilt waren, hat einige Leute hinterher zu der Spekulation veranlasst, da müsse eine ganz mächtige Organisation dahinter stecken, weil die ja die Möglichkeit hatte, da ganz viele Länder einzubeziehen und da in der realen Welt Dinge zu verteilen. Und das kann ja nicht jemand, der privat sowas ganz alleine vor sich hin bastelt, machen. Da braucht man gewisse Ressourcen. Mhm. Da sagen wir vielleicht hinterher auch nochmal was zu. Tja, diejenigen, die diese Rätsel gelöst haben, berichten dann, dass sie ja im Grunde genommen weitere Nachrichten bekommen haben, sich verpflichten mussten, gewissen Grundsätzen folgen zu wollen. Dazu gehörte die Freiheit von Informationen zum Beispiel, dass man keine Copyrights besitzen darf und andere Dinge. Und dann wurden sie, so wird es berichtet, für Menschen, die angeblich das Rätsel gelöst haben, in einem Forum auch miteinander vernetzt und in einem Chat und sollten dann im Grunde genommen Software nach diesen Vorgaben des freien Netzes entwickeln. Daraus ist dann aber, so wird es zumindest berichtet, nicht allzu viel geworden bei den einzelnen Personen. Genau, das vielleicht zum ersten Jahr und zum ersten Durchgang, der war dann sozusagen beendet. 2013 im Januar hat es wieder einen Post in 4chan gegeben, wo eben wieder intelligente Individuen gesucht wurden. Das heißt also, es stand dort, die Suche würde weitergehen und dass da wieder Hinweise in diesem Bild seien und so weiter. Und dann hat sich das auf ähnliche Weise abgespielt, wie wir es gerade beschrieben haben mit den Rätseln. 2014 haben sie diese Systematik ein bisschen durchbrochen im Januar und haben nicht über 4chan ein Bild gepostet, sondern über einen Twitter-Account. Und auch da gab es dann wieder eine Schnitzeljagd im Internet, wo man Rätsel lösen konnte. Vielleicht wäre es noch wichtig, auf 2015 hinzuweisen, weil da nämlich auch über diesen Twitter-Account eine Nachricht zu finden war, dass man sich sehr, sehr klar distanzieren würde von einer Gruppe 3301, die Cyberattacken gegen Planned Parenthood wohl durchgeführt haben und dass man dann eben als Macher des Spiels oder was auch immer oder der Initiative Cicada 3301 nichts damit zu tun hätte und also nicht dahinter stecken würde. Und da hat man sich eben ganz klar distanziert. Planned Parenthood ist vergleichbar, glaube ich, so mit Pro Familia. Mhm. Da geht es um Familienplanung und auch um Schwangerschaftsabbrüche. Und diese Organisation ist 2015 schon natürlich von konservativen Kräften in den Vereinigten Staaten unter Beschuss gewesen und ist dann auch im Rahmen der Trump-Administration sehr angegangen worden. Genau, also die Abtreibungsgegner hatten Planned Parenthood schon immer auf dem Kieker und haben versucht, ihnen Steine in den Weg zu legen. Und das ist dann tatsächlich unter Trump sehr, sehr schlimm geworden später. In dieser Nachricht ist dann, dass man sich davon distanziert, von diesem Hackerangriff, eine PGP-Verschlüsselung verwendet worden, die auch vorher schon verwendet worden ist, sodass man davon ausgehen kann, dass all das, was bei diesem Hacking-Angriff stattfand, war eben nicht mit diesem PGP-Verschlüsselungsschlüssel versehen und auch die Nachrichten nicht, sodass heute man zumindest davon ausgeht, dass die Originalmacher oder der Originalmacher, da sind wir ja schon wieder beim Thema von Cicada 3301, nicht hinter diesem Hackerangriff steht. Genau. Ja, dann ist es relativ still geworden um dieses Spiel, um diese Unternehmung Cicada 3301 und man hat das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten lassen. Grund hierfür ist eventuell das letzte Rätsel, das Liber Primus, das erste Buch, was nach vielen, vielen Rätseln, die man also lösen konnte, dann zu finden war, was in Runenschrift verfasst ist und was bis heute, und da kämen wir wieder zum Anfang zurück, es gibt sowohl Gewinner als auch ist das Spiel bis heute nicht ganz beendet, was eben bis heute nicht hundertprozentig entschlüsselt ist. Das heißt, Teile dieser Botschaft, Teile dieser runenverschlüsselten Texte sind übersetzt worden, aber eben nicht alles. Und das, was übersetzt wurde, das ist so ein bisschen schwurbelig, kryptisch, esoterisch,
theosophisch genau, angehaucht. Also die paar Texte, die ich mir durchgelesen habe, man kann das ganz gut finden, haben wirklich so ein bisschen was von so Blavatsky-Theosophie-Texten, so ein bisschen von diesem Verschachtelten der Anthroposophie. Also es geht da schon irgendwie auch um Transzendenz und solche Dinge, aber so richtig den Finger drauflegen, was sich dahinter verbirgt, kann man nicht. Und seitdem ist es auch sehr, sehr ruhig. Interessant ist, wenn man so im Netz beginnt zu recherchieren, findet man sehr, sehr viele News-Schlagzeilen aus der Anfangszeit rund um dieses Spiel. Vor allen Dingen, weil sich dann ja irgendwann auch dieser Januar, frühe Januar-Termin als Termin, wann ein neues Rätsel dann auftauchte, etabliert hatte. Spätestens im dritten Jahr gab es Menschen, die gesagt haben, es wird wieder Zeit, jetzt müsste mal wieder was kommen. Und das ist jetzt aber seit einigen Jahren nicht passiert. Und wenn ihr uns jetzt fragt oder die Erwartung an uns habt, dass wir aufklären, wer sich dahinter verbirgt, müssen wir sagen, das können wir auch nicht. Sondern nee. Das ist tatsächlich eine unbeantwortete Frage. Man kann sich jetzt natürlich so einige Gedanken darüber machen. Man kann zum Beispiel auch mal eine Person nennen, Marcus Warner, wenn ich ihn dann richtig ausspreche, ein Amerikaner, der, glaube ich, mit 15 oder 16 in der ersten Runde dieses Rätsel gelöst haben möchte, der da dann auch als einer der vertrauenswürdigen Berichterstatter gilt, der das genau beschrieben hat mit, und dann sollten wir eine Software entwickeln, und dann hat sich aber irgendwie gar nichts mehr weiter ergeben am Ende daraus. Der arbeitet heute tatsächlich als Programmierer und ist in diesem Tätigkeitsfeld tätig und hat aber nach seiner eigenen Aussage gar nichts mehr von denen gehört. Also was so spannend ist an dieser Rätselfolge, ist, dass du so viele unterschiedliche Fähigkeiten brauchst. Also du brauchst Coding-Kenntnisse, du brauchst Kenntnisse im Bereich der Steganographie, du brauchst aber auch eine gewisse Kenntnis, wenn es so um Literatur geht, Maya, Zahlenmystik und all solche Sachen. Das heißt also, dieses Rätsel ist wirklich nichts, was sich nur wirklich aufs rein Technische beschränkt, sondern da spielen eben unterschiedliche Genre auch eine Rolle, und es ist wirklich transmedial. Und für viele war aber sicherlich das Tollste, eben da mitzumachen und diesen Weg zu gehen. Und wenn man dann hinterher feststellt, wer da wirklich dahinter steckt und vielleicht auch so ein bisschen desillusioniert ist, weil das eben doch nur eine Gruppe von Hacktivists ist oder von Leuten, die halt sich Informationsfreiheit und Antizensurbewegung und so weiter auf die Fahnen geschrieben haben und eben in diesem Bereich auch Dinge entwickeln wollen und eine Gruppe aufbauen wollen und so. Vielleicht sind dann auch manche Leute einfach enttäuscht gewesen, dass das nicht ganz so geheimnisvoll ist, wie es den Anschein hatte. Auf jeden Fall kann man sagen, bis auf diese wenigen Menschen, also Marcus Warner zum Beispiel und ein Joel Erickson, der sich auch mit den Medien auseinandergesetzt hat und da ein bisschen erzählt hat und der heute noch relativ aktiv ist und Vorträge hält und Dinge tut, haben sich auch nicht so viele wirklich ganz detailliert öffentlich geäußert. Und insofern bleibt das Ganze so ein bisschen nebulös insgesamt. Und ein Teil des Reizes, der vielleicht dann doch noch bei dem einen oder anderen heute noch besteht, kommt eben daher, weil das Ganze nicht hundertprozentig gelöst ist. Und weil man theoretisch sich immer noch dran machen könnte und versuchen könnte, das nachzuzeichnen und dann eben dieses Liber Primus zu entschlüsseln. Ob dahinter jetzt wirklich ein Geheimdienst steckt, der da irgendwie neue Mitarbeiter rekrutieren möchte, oder eine weltweite geheime Organisation, ausgehend von der Tatsache, dass das eben in verschiedenen Städten in der realen Welt auch stattgefunden hat, sei wirklich dahingestellt. Auch jemand, der ja sehr, sehr aktiv ist, oder mehrere Leute können vielleicht jemanden finden in verschiedenen Städten, der da irgendwie mal so ein Plakat aufhängt oder selber durch die Gegend reisen und Plakate aufhängen. Also das ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da nicht unbedingt jemand mit unendlichen Ressourcen dahinter stecken muss. Das würde man auch so hinkriegen. Was das Ganze eben wieder zu einem völlig untypischen Alternate Reality Game macht, ist der ewig lange Zeitraum, ja, über den sich das abgespielt hat. Also natürlich hat man so diese Rundenbasiertheit. Also jemand im Januar fängt es an und dann geht es irgendwie eine Weile und dann hört es wieder auf und fängt im nächsten Jahr wieder an. Das ist dann natürlich recht übersichtlich, aber insgesamt hat sich das ja über mehrere Jahre
hingezogen und zwischendurch herrschte immer absolute Ruhe. Und das ist eigentlich nichts, was man mit einer Geschichte verbinden würde, die zu einem bestimmten Produkt hinführt. Das also, denke ich, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und überhaupt die Tatsache, dass da keine Geschichte erzählt wird, dass auch in der Literatur, die mit den Rätseln zu tun hat, zwar so esoterisch, du hast gesagt, theosophische Anklänge zu finden sind, aber erstens keine wirklich greifbare, konkrete Ideologie und zweitens keine konkret greifbare Geschichte. Auch das macht es eben wieder so ein bisschen untypisch. Mhm. Und es gibt natürlich jetzt, auch das wollen wir nicht verheimlichen, die Fantasie, dass das irgendein Geheimdienst initiiert hat, kommt ja auch irgendwo her. Mhm. Also es hat sowas tatsächlich schon mal gegeben vom sogenannten GCHQ, das ist Government Communications Headquarters, ein britischer Geheimdienst, der tatsächlich mal mit so einem Rätsel rekrutiert hat in der Vergangenheit. Es ist auch bekannt, dass der Konzern Google gelegentlich über solche Rätsel Menschen rekrutiert hat. Und auch die Navy hat mit einem Programm, das den Namen Architeutis trug, versucht zu rekrutieren. Das hat es immer mal wieder gegeben in der Vergangenheit. Man muss jetzt aber allerdings auch mal sagen, gerade so die CIA, FBI und diese Einrichtungen, das sind natürlich Organisationen, die sich zum Teil mit, also FBI ja nicht, das ist eine Organisation. Die Bundespolizei. Bundespolizei im Grunde genommen, also genau, die sich mit Polizeiaufgaben beschäftigt, aber CIA zum Beispiel. Ja, die sind natürlich geheim, aber umgedreht ist das halt auch ein Arbeitgeber. Und man kann sich da auch bewerben. Und es ist ja auch die Frage, ob die CIA immer mal wieder so viel Zeit und Ressourcen aufwenden möchte oder sich dann einfach Bewerber einlädt und die mit gewissen Testverfahren, die sie sicherlich auch entwickelt haben, testen. Und ein Assessment Center, genau, die dann da durchtestet, ob das nicht auch organisatorisch ein bisschen einfacher ist, um für bestimmte Plätze Mitarbeiter zu suchen. Naja, aber also ich meine, die US Navy hat das ja wirklich, wie du sagtest, ganz konkret gemacht mit Architeutis, mit dieser Geschichte, dass man wirklich Rätsel lösen sollte, um da ja sich bewerben zu können, mehr oder weniger. Da war das aber relativ klar, von wem das stammt. Das heißt, die haben von Anfang an keinen Hehl draus gemacht, wer dahinter steckt und dass sie dahinter stecken. Also das war bei weitem nicht so obskur wie Cicada 3301. Insofern, sowas hat es gegeben, aber wer da nun konkret bei Cicada dahinter steckt, keine Ahnung. Und jetzt müssen wir noch zu einem aktuellen Bezug kommen. Und zwar, wie wir am Anfang schon angedeutet haben, sind wir in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen worden, dass QAnon, also der Verschwörungsmythos, dass Donald Trump gegen den Deep State, verkörpert durch die Clintons und die Obamas und andere Politiker und Hollywood-Celebrities, dass Trump eben gegen diese Menschen kämpft und das auch unter anderem deswegen tut, weil die nämlich Kinder entführen und misshandeln und ihr Blut trinken und so weiter und so fort. Also dieses ganze Schisselameng soll im Zusammenhang mit einem aus dem Ruder gelaufenen Alternate Reality Game stehen. Wir haben diese ganzen Dinge uns angeguckt und ich weiß gar nicht, bei welchen Gelegenheiten, auf jeden Fall bei Vorträgen und Veranstaltungen schon ganz oft darauf hingewiesen, dass QAnon, also dieser Mitmach-Verschwörungsmythos, der sich zu einem regelrechten Kult entwickelt hat, sehr, sehr starke Anleihen aus dem Bereich ARG schöpft und wirklich aufgebaut ist wie eine Schnitzeljagd im Internet. Du hangelst dich da eben von Q-Drop zu Q-Drop und du kannst da selber eben mitmachen und Dinge interpretieren und weiter verbreiten und so weiter und so fort, dass das eben ganz, ganz starke Parallelen hat. Meine persönliche Meinung ist nicht, dass das von Anfang an so beabsichtigt war, also dass sozusagen QAnon konkret als ein Alternate Reality Game geschaffen wurde, was sich dann hinterher falsch entwickelt hat. Aber ich denke, dass eben die Strukturen genutzt werden, die Mechanismen genutzt werden und zwar ganz, ganz bewusst, um Menschen, die ansonsten vielleicht mit Verschwörungsmythen noch nicht so viel zu tun hatten,
dafür empfänglich zu machen und gewisse Informationen und auch Propaganda zu verbreiten und die Menschen zu radikalisieren. Und das ist natürlich eine Gefahr bei Alternate Reality Games, eben dadurch, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion so absichtlich verwischt werden. Und das in einer Zeit, wo wir sowieso den Kampf gegen Fake News kämpfen, der solche Dinge sehr, sehr gefährlich macht. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Fan von ARGs, dann sage ich das in Bezug auf Spiele, die ganz klar als solche gekennzeichnet sind, auch wenn sie natürlich ein bisschen mit dem Verwischen der Grenzen spielen. Das gehört ja dazu. Mhm. Ohne geht's ja nicht. Aber wenn du natürlich von Anfang an weißt, da wird eine Geschichte erzählt, die dann zu einem Computerspiel führt oder die zu einem Krimi führt oder was weiß ich, dann sind das ganz andere Voraussetzungen, als wenn in Bezug auf reale Personen, reale Orte und erst recht und im Zusammenhang mit kriminellen oder kriminalistischen Unterstellungen vorgenommen werden. Das heißt also, das sind völlig andere Prämissen als normale zum Marketing eingesetzte ARGs oder zum Beispiel zur Firmenentwicklung. Es gibt auch Firmen, die das einsetzen, aber da werden ganz strikt transmedial Geschichten erzählt und da werden eben nicht Verschwörungsmythen geschaffen. Mhm. Und es gibt jetzt auch einzelne Personen, die inzwischen sagen, ich bin das gewesen, ich habe damit angefangen. Da muss man dann auch sagen, wenn das dann YouTuber sind, dass man da auch ein bisschen drüber stutzen kann, ob das nicht auch Aufmerksamkeit auf ihren YouTube-Kanal lenken soll unter Umständen, das könnte man unterstellen. Und selbst wenn sie es dann mal irgendwann gestartet haben, ist, glaube ich, QAnon inzwischen ein Phänomen, was von so vielen Leuten befeuert wird, dass vielleicht eine Person damit natürlich begonnen hat, aber ich glaube, das ist ja so mein Gefühl, dass es relativ schnell von sehr vielen parallel dann aufgegriffen worden ist. Warum erzählen wir das überhaupt so ausführlich? Natürlich zum einen, weil wir über ARGs gesprochen haben, aber zum anderen auch, weil es Vermutungen gibt, dass Personen, die hinter Cicada 3301 stecken, auch dann hinterher hinter QAnon gesteckt haben. Und hier wird oft eine Person erwähnt, die ich jetzt gar nicht hier mit Namen nennen will, das könnt ihr selber im Netz nachlesen, die angeblich die Musik für Cicada 3301 gemacht haben soll und dann hinterher, ja, das sozusagen es wird der Begriff Game-Hacking oder Game-Jacking benutzt, also quasi das Spiel gekapert haben soll, um dann mit falschen Rätseln ja das Ganze zum QAnon-Mythos hin zu manipulieren. Und da werden verschiedene Akteure noch, du hast auch jemanden gerade erwähnt, die dahinter stecken sollen, genannt. Und es werden eben Zusammenhänge zwischen diesem Cicada und QAnon hergestellt. Und wer will, kann sich da sehr detailliert im Netz einlesen und wird auch feststellen, dass da sicherlich, was die Strukturen und Mechanismen angeht, gewisse Parallelen zu finden sind. Aber wirklich detaillierte Zusammenhänge und auch sozusagen das konkrete Geständnis von Personen, die sagen, ich habe Q gebastelt und ich habe auch Cicada gemacht, wird man sicherlich so nicht finden. Insofern bleibt auch das, was wir hier machen, in gewisser Weise Spekulation. Was man sagen kann, ist natürlich, dass QAnon, also so ein Narrativ, durchaus geeignet ist, Menschen zu radikalisieren. Das haben wir beim Sturm aufs Kapitol erlebt. Das haben wir erlebt, als dann jemand mit einer Waffe in die Comet Ping Pong Pizzeria eingedrungen ist, um dort nach den eingesperrten, gefolterten Kindern zu suchen. Das heißt, das ist, so wie es in der Struktur ist, nicht ganz harmlos. Das muss man sicherlich einmal sagen, dass das so ist. Und zum Zweiten, kann man sich darüber Gedanken machen, warum uns das überhaupt fasziniert, dass wir hier auch bei Cicada 3301 keine Antwort haben. Und die einfache Antwort darauf, warum es uns fasziniert, ist, dass wir nicht mit Informationsvakuum umgehen können. Das ertragen wir nicht, dass wir in der heutigen Informationszeit nicht alles sofort wissen. Das macht uns unruhig, da fühlen wir uns nicht mit wohl. Und das ist genau ein Punkt, was hier sehr, sehr gut funktioniert. Das ist jetzt relativ lange her, schon wieder für so eine Internetgeschichte, dass also 2016 im Grunde genommen vor über fünf Jahren das letzte Lebenszeichen mal erfolgt ist von 3301, von der Zikade. Aber wenn morgen wieder eine neue Nachricht auftauchen würde, würde sicherlich dieses Feuer sofort wieder entfacht werden. Und man würde, davon gehe ich ganz schwer aus, sofort
Bezüge zur aktuellen Realität finden. Und da würden dann sofort wieder Menschen beginnen, Dinge miteinander zu verbinden, Muster zu erkennen, die eventuell gar nicht da sind, weil wir das gerne tun möchten, weil wir die brauchen, diese Muster. Wir brauchen als Menschen Kausalitäten. Und bei Zikada 3301, das ist alles furchtbar spannend, aber es gibt halt keine Antwort. Wir wissen nicht, wer es war. Wir wissen nicht, was die Motivation war und werden es unter Umständen auch niemals erfahren. Und das macht Menschen in der Regel nicht ganz so viel Freude. Aber das können wir auch nicht ändern. Die Geschichte ist spannend und für alle, die an IT-Dingen interessiert sind, die können sich durch das Zikada-Wiki, Fandom-Wiki einmal komplett durchklicken. Und ich glaube, da kann man sehr viel Zeit rein versenken, wenn man das möchte. Bei mir hört es irgendwann auf, weil ich einfach manche Dinge einfach nicht mehr verstehe. Und vielleicht noch ein Wort zu Q. Da ist der Fall vielleicht ein ganz bisschen anders gelagert. Es gibt ja gerade in den letzten Wochen immer wieder Bemühungen von Journalistinnen und Journalisten, ja, Q zu entzaubern, die Person hinter Q zu finden. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe die Person gefunden und ich kann das relativ genau benennen, oder Menschen, die sich angeblich verplappert haben und das dann zugegeben haben, was aber dann doch letzten Endes im Wagen bleibt. Und selbst wenn wir, das ist ja nicht abzustreiten, dass das unter Umständen mal passiert, irgendwann die komplette Geschichte haben und Qs Entwicklung vom ersten Q-Drop bis dann zu dem Zeitpunkt nachzeichnen können und alles offenlegen können, wird das Menschen, die sehr, sehr weit in diesen Kaninchenbau abgetaucht sind, die sehr, sehr stark an Q und den Verschwörungsmythos glauben, nicht davon abhalten, weiter zu glauben. Das heißt also, da Transparenz und Information für ein Allheilmittel zu halten, ist auch, ja, nicht alles sozusagen, und ist auch ein bisschen schwierig, weil man natürlich mit Menschen, die an so etwas fest glauben, trotzdem noch ja, anders sprechen muss und ihnen versuchen muss klarzumachen, dass sie da eben falsch abgebogen sind, wird dann eben feststellen, dass, wenn diese Menschen einen religiösen Glauben entwickelt haben, man ihnen diesen Glauben unter Umständen auch nicht mehr ausreden kann. Genau. Viel, viel Material für diejenigen, die das nachlesen wollen. Für alle anderen eine faszinierende Geschichte, die wir euch hoffentlich erzählt haben. Und wir sind mal gespannt auf eure Reaktionen zu dieser Geschichte. Kommentiert bitte gerne drunter. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch eure eigenen Spekulationen geben. Ich wäre nur vorsichtig, auf Internetartikel aufzuspringen, die sagen, der war es. Wenn man die genauer liest, erschließt sich das dann doch meist nicht, dass es genau diese eine Person gewesen ist. Jetzt werden wir erst noch erfahren, Alexa, was es mit diesen Tech-Millionären und ihren Kindern zu tun hat. Und danach eben gibt es noch ein großes Special in dieser Folge. Aber wir lösen natürlich erstmal die Geschichte rund um die Handynutzung, Smartphone-Nutzung von Kindern von Tech-Millionären auf. Die Auflösung. Um es schon mal ganz kurz vorweg zu sagen, die Geschichte stimmt. Der Artikel ist gut recherchiert, von 2018, von einer Journalistin namens Alice Thompson, und hat den Titel Help Kids to Kick Social Media Addiction. Ich fühlte mich da auch ein bisschen angesprochen, obwohl ich kein Kind bin. Und insofern ist es tatsächlich so, dass eben die Gateses und Steve Jobs und Mark Zuckerberg da ein Auge drauf haben, wie ihre Kinder mit Technik umgehen, wann sie Zugang dazu haben. Bill und Melinda Gates zum Beispiel haben ihren Kindern erst mit dem Alter von 2014 erlaubt, ein Smartphone zu haben und solche Dinge. Und die achten natürlich sehr darauf, dass Kinder auch im realen Leben sozusagen sich bewegen und eben nicht nur vom Bildschirm, wie auch immer, geartet hängen, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil die Abhängigkeit von sozialen Medien und vom Internet durchaus nicht von der Hand zu weisen ist, dass da eine Gefahr besteht. Das werden Kinder- und Jugendpsychologinnen sicherlich
wissen und dass es da eben gilt, schon als Elternteil da ein genaues Auge drauf zu haben, ist sicherlich wichtig. Ich musste da schmunzeln und an eine Geschichte denken, die wir selber mal erlebt haben, als wir mit Eltern gesprochen haben, die erzählten, dass sie ihrem Kind also das Internet zeitmäßig streng beschneiden und das ganz genaues Kontingent sozusagen pro Tag, wie lange der Junge in dem Fall vorm Internet verbringen darf, und wir dann irgendwann interessiert zugehört haben und dann nach dem Alter gefragt haben und dann erfahren haben, ja, dass der 19 war. Genau, der Sohn war 19 und dann habe ich noch gefragt, was macht der denn im Internet? Und dann sagten sie, ja, der ist für die Geschichte Berlins in den 30er Jahren, die architektonische Geschichte Berlins der 30er Jahre, Wikipedia-Hauptautor, und da müssen wir eben die Zeit, die er im Netz verbringt, ein bisschen begrenzen. Und da war ich dann doch sehr demütig und habe gedacht, gut, wenn er jetzt YouTube geguckt hätte, aber der junge Mann war Experte für Architektur Berlins. Aber gut, das ist so erzieht jeder seine Kinder anders und limitiert das. eine schöne Anekdote. Ich habe noch eine Geschichte, die ich erwähnen möchte, weil uns das doch sehr interessiert und auch verblüfft hat, nämlich wir haben es inzwischen zum Forschungsgegenstand geschafft, und das ist einfach eine so schöne Geschichte, dass ich sie kurz erwähnen möchte. Wir haben eine Mail bekommen von Alexander Blumtritt, der uns mitgeteilt hat, dass er an der Universität eine Arbeit geschrieben hat, eine Hausarbeit am Institut für Musik, Medien und Sprechwissenschaften, und das ist eine medientheoretische Betrachtung einer Episode des Themenpodcasts Huxilla. Die Arbeit, Hausarbeit ist sehr, sehr gut bewertet worden, kann man sagen. Und ich habe Alexander gefragt, ob ich die Arbeit zugänglich machen darf. Er hat zugestimmt, also das werden wir unter dieser Episode verlinken. Das ist also eine universitäre Hausarbeit mit 17 Seiten, wo wir sehr genau auseinandergenommen werden, Alexa und ich, in unserem rhetorischen Verhalten mit Tortendiagrammen der Sprechzeitverteilung in großartig. Guckt es euch an, wenn es euch interessiert, fanden wir sehr, sehr nett. Fühlten uns natürlich sehr geehrt und vielen Dank an Alexander. Ja. Und bei der Gelegenheit noch der Hinweis, dass er einen YouTube-Channel hat, zum einen mit Death Metal Musik, vielleicht so, sag ich das wahrscheinlich falsch, also Black Metal schreibt er selber, aber auch vorgelesenen Geschichten, die dann nicht musikalisch sind, die sehr, sehr toll sind. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Der YouTube-Channel heißt Ugothian Records. Ich werde das auch verlinken. Das sind einige sehr, sehr schöne vorgelesene Geschichten dabei. Und das könnt ihr euch dann alles auch unter der Episode anschauen. Also alle Informationen auf huxilla.com unter der Episode. Bei der Gelegenheit, für diejenigen, die fragen, die Blackstreet Stories sind demnächst die nächste Internetseite, die wir auf die gesamte neue Serverstruktur umziehen. Die werden auch bald wieder verfügbar sein. Dann wird auch die Internetseite gehen. Wir ziehen nach und nach alle Projekte, die wir haben, um auf einen neuen Server. Für uns war es natürlich wichtig, dass das Hauptprojekt Huxilla vernünftig läuft. Aber wir haben ein paar Anfragen gekriegt und das ist ganz lieb, dass ihr sagt, ihr würdet das gerne unterstützen. Brauchen wir nicht. Wir haben dann hier ein Team von Leuten mit uns zusammen, die sich darum kümmern. Das ist das Nächste, was kommt. Und noch der Hinweis für alle diejenigen, die nach den Ferngesprächen fragen. Auch da geht es weiter. Es war halt sehr, sehr viel Zeit zu tun. Und deswegen sehr, sehr viel zu tun für wenig Zeit. Oder so rum. Oder so, ja. Wie auch immer. Ihr merkt schon, ich verhudel mich schon wieder. Also auch die Ferngespräche gehen weiter. Und da wird es dann wahrscheinlich demnächst wieder so einen Dump geben, dass relativ viele Ferngesprächsfolgen dann plötzlich wieder im Podcast-Feed auftauchen. Und Ziel soll schon sein, dass wir gemeinsam dann wieder relativ regelmäßig die Ferngespräche mit drin haben im Podcast-Feed. Also das noch so als Abgesang. Vielen Dank auch nochmal an alle diejenigen, die uns unterstützen auf allen möglichen Plattformen oder die uns Sachen von der Wishlist klicken. Freut uns jedes Mal wieder, wenn ein Paket nach Hause kommt. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja. Und im Grunde genommen könnt ihr jetzt, wenn ihr mögt, die Folge abschalten, weil jetzt ist sozusagen der primäre Huxilla-Content zu Ende. Das wäre aber aus unserer Sicht sehr schade, wenn ihr das machen würdet. Ihr könntet auch parallel jetzt auf den YouTube-Kanal von Huxilla umschalten, weil das, was jetzt kommt, könnt ihr da auch noch im Bild, also im Rahmen einer Zoom-Konferenz, euch anschauen. Oder ihr hört jetzt einfach weiter. Viele wollen ja auch einfach gerne Audio-Content haben, denn der eine oder andere wird sich erinnern, Anfang 2020 waren wir bei der Premiere des Hörspiel
der Hörspielserie Wie dann, einem Mystery Thriller in 10 Episoden, und davon gibt es jetzt den zweiten Teil. Heute am 14. Mai ist die zweite Staffel von Wie dann erschienen, und wir hatten das große Vergnügen, mit dem Autor, dem Produzenten, dem Hörspielleiter von Wie dann 2, Raimon Weber, erneut ein Interview zu führen. Und das werden wir euch gleich einspielen. Und ihr könnt, doch das sagen wir schon mal, da müsst ihr aufmerksam zuhören, wie das genau funktioniert, 5 signierte Exemplare der CD-Boxen von Wie dann gewinnen. Dazu wünschen wir euch viel Glück. Wie das alles funktioniert, hört ihr dann jetzt gleich. Und ansonsten hören wir uns natürlich im Mai zu einer zweiten Folge Huxilla wieder hier in diesem kuscheligen Huxilla Headquarter Büro, also da sind wir, wo ihr seid, wissen wir ja nicht, aber zumindest wir sind nochmal hier im kuscheligen Büro, und wir wünschen euch natürlich alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Und jetzt kommt das Interview. Huxilla Interview. Ja, zum zweiten Mal zu Gast, und das haben nicht so ganz viele geschafft, muss man mal ganz ehrlich sagen, bei Huxilla, ist heute Raimon Weber. Und da freuen wir uns außerordentlich, dass du wieder dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, Raimon. Hallo. Hallo, ja, ich freue mich, gerne bin ich bei euch. Und wir haben im Vorgespräch ja schon einmal darüber philosophiert, uns kennengelernt bei der kleinen Premiere von Wie dann, dem Hörspiel, der Hörspielreihe der ersten Staffel hier in Hamburg. Anfang Februar des letzten Jahres, und das war so der letzte Event, für uns zumindest, wo die Welt noch in Ordnung war, und danach hat sich die Welt sehr, sehr verändert. Das ist sehr spannend, dass das im Grunde genommen ein bisschen mehr als ein Jahr ja nur her ist, dass wir uns da kennengelernt haben, und da war alles noch ganz anders und ganz normal, und man fuhr durch die Gegend und ist zu irgendwelchen Events gegangen. Vielleicht magst du mal so zum Einstieg, wir wollen natürlich nachher noch über Wie dann Staffel 2 sprechen, mal so dein, was hat sich alles für dich verändert? Zum einen mit Wie dann in der Zeit? In 14 völlig verrückten Monaten. Und ansonsten in 14 völlig verrückten Monaten. Naja, das Tolle ist ja, dass es uns tatsächlich noch Anfang März gelungen ist, eine große Premiere in meiner Heimatstadt Unna zu machen, im großen Kinosaal. Das war ein großes Salon, da haben wir viel Spaß. Viele alte Bekannte, aber auch viele neue Gesichter. Ja, und dann ging es ja eigentlich auch schon relativ zügig in die Produktion von Wie dann 2. Und ich habe bei Wie dann 2 eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich glaube, es ist uns gelungen, nochmal eine Schippe draufzulegen. Aber das muss letztendlich die Hörerschaft dann bestätigen oder auch nicht. Also wir durften ja bisher in die ersten beiden Episoden schon die Presseepisoden reinschnuppern. Es ist zumindest nicht schlechter geworden, das muss man ganz klar sagen. Sondern es geht direkt weiter im Grunde genommen, nahtlos. Wie ist dir das gelungen, dass man das Gefühl hat, es ist gar nichts passiert bei so einer zweiten Staffel? Hast du im Grunde genommen ganz viel schon vorgeplant gehabt, oder ist das dann die Kunst eines guten Autoren zu sagen, wenn es weitergeht, dann weiß ich schon, wie es weitergeht? Also ich bin mal davon ausgegangen, dass es weitergeht. Und da gab es natürlich auch schon ein Treatment. Aber das Schöne ist, man kann sagen, bei der ersten Staffel, da stellst du so die Spielfiguren aufs Spielfeld, und bei der zweiten kannst du dann die großen Züge wagen. Mhm. Und dann bist du auch zu Hause. Also ich weiß jetzt mittlerweile ganz genau, wie agieren die Personen, wie sehen sie aus. Und ich habe auch mal einen Stadtplan von Black Dahlia im Kopf. Das ist also der Segen bei der zweiten Staffel. Du bist zu Hause, du bist angekommen. Und das ist auch etwas, was mir immer wichtig ist, das den Zuhörern zu vermitteln. Dass sie, ach, wir sind wieder da in Black Dahlia. Ne? Mhm. Wir kennen das, ist vielen Serien schon gelungen. Ne? Ach, und die Leute freuen sich, ich bin wieder auf der Ponderosa oder eben im Black Dahlia. Ja, und vor allen Dingen, dass das im Audioformat so gut funktioniert. Also bei einem Buch ja, bei einer Fernsehserie, bei einem Kinofilm ja, aber jetzt bei einer Audioproduktion ist genau wie du beschreibst. Also die ersten Töne kamen natürlich. Die Atmosphäre war sofort. Genau, da. Es gibt die Zusammenfassung, logisch natürlich, aber auch ohne die Zusammenfassung, wenn man es direkt angeschmissen hätte, es hatte sowas Wiedererkennbares sofort. Also es war genau wie du beschreibst, ist dir gelungen. Also zumindest bei uns zumindest. Nicht nur mir, da muss ich ja auch dieses Lob an unser Team weitergeben. Das ist ja auch Sache des Komponisten und natürlich des Tontechnikers. Wir achten natürlich darauf, dass die Geräusche aus der ersten Staffel dann auch wieder da sind. Zum Beispiel am Haus von Mike Granger, dieses hölzerne Windspiel. Mhm.
Das ist ein Zeichen. Aha, wir sind wieder bei Mike Granger außerhalb von Black Death. Und da muss immer dieses Windspiel dabei sein. Und auch verschiedene andere Geräusche. Du hast gerade beschrieben, dass dir die Charaktere jetzt vertraut sind, dass du weißt, wie sie handeln, wie sie denken. Gibt es trotzdem Dinge, die dich beim Schreiben überraschen? Also sagen wir mal Charaktere, die sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, als du ursprünglich gedacht hast, dass die so ein bisschen so ein Eigenleben entwickeln? Oder läuft es eigentlich doch eher nach Plan? Also das erlaube ich denen nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin der Chef und da kann auch Mr. Hayes kann nicht plötzlich sagen, ach, weißt du was, ich möchte jetzt doch lieber gut sein. Nein, das geht nicht. Die Charaktere entwickeln sich natürlich weiter, das muss so sein. Zum Beispiel, es bahnt sich etwas an zwischen Doc Sally Hansen und Miles Vidan. Figuren aus der ersten Staffel, ich werde sie jetzt nicht benennen, tauchen wieder auf, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat und nehmen im Verlauf der zweiten Staffel eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Das ist vielleicht für die Zuhörer überraschend. Und auch das habe ich mir dann erst auch etwas später überlegt und dachte, na ja, der wird zum Mittelpunkt der Story. Mhm. Und damit rechnen die nicht. Mhm. Und du hast gerade schon das hölzerne Spiel beschrieben. Also du bist ja Autor. Du hast viele Audioproduktionen gemacht in deinem Leben oder warst beteiligt daran. Du warst, ich sage jetzt mal, hired Autor, also dass jemand eine Idee hatte und dann hast du in dieser Welt, die jemand anders gebaut hat, Geschichten geschrieben, immer mal wieder. Und jetzt bist du ja bei Wie Dann, wenn ich das richtig verstehe, sowas, was man vielleicht im Film- und Fernsehbusiness einen Showrunner nennen würde. Du machst ja im Grunde genommen natürlich mit einem Team, aber irgendwie als Chef irgendwie alles. Wenn du jetzt einen Roman schreibst, dann musst du dir über so ein hölzernes Spiel keine Gedanken machen, über ein Windspiel, was einen Wiedererkennungswert hat, was so ein bisschen Peter und der Wolf spielt, damit der Hörer sofort wieder weiß, wo er ist. Wie sehr unterscheidet sich das Schreiben einer klar als Audio deklarierten Produktion von einem Roman? Ist das ganz anders? Kannst du das beschreiben? Es ist schön, dass du nicht die Frage stellst, was ist einfacher? Denn beides hat gewisse Qualitäten. Einen Roman zu schreiben, ja, da habe ich natürlich viel mehr Platz, um die Figuren einzuführen, vorzustellen, ihre Charaktere auszuweiten, durch ihr Handeln. Das geschieht im Hörspiel natürlich in erster Linie durch Dialoge. Die müssen passen. Ich meine, wenn jetzt Mr. Hayes auftaucht, mal was ganz genau, oha, da ist was im Busch. Mhm. Also Charaktere kannst du einfach nur durch Dialoge im Hörspiel und natürlich die entsprechende Regie, die ganz wichtig ist, ausbreiten. Aber es gibt natürlich auch Vorteile im Hörspiel. Während ich im Buch nach Wortgebilden für Wetter, eine Atmosphäre, eine Optik suchen muss, reicht dann zum Beispiel im Hörspiel einfach diese Regieanweisung mittelstarkes Gewitter, Regen auf Blechdach. Na, das macht es natürlich einfacher. Trotzdem, der Erzähler nimmt bei Vidan auch einen gewissen Raum ein. Auch da musst du natürlich möglichst, ich sage es mal, schön formulieren. Mhm. Na, es reicht nicht, Miles Vidan kam um die Ecke, er stieg in sein Auto. Oder es regnet. Nein. Ja, und am besten ist es aber auch, wenn man Erzähler hat und nicht Miles Vidan das selber beschreiben muss, was er machen. Nein, da bin ich überhaupt kein Freund von. Nein. Ich habe mal tatsächlich irgendwo ein Hörspiel gehört und da hatten sie keinen Erzähler. Das kann funktionieren, natürlich. Aber wenn eine Person allein in einem Raum ist, und dann geht die Tür auf, dann kommt jemand auf sie zu und dann muss diese Person das alles beschreiben. Das ist natürlich überhaupt nicht authentisch. Da, plötzlich geht die Tür auf. Was ist das? Ein rotes Glühen dahinter. Oh mein Gott, es kommt direkt auf mich zu. Hm. Ist das so eine Eigenheit, glaubst du, gerade beim Horrorgenre oder bei Horrorhörspielen? Mag das in einem anderen Hörspielgenre leichter sein oder ist überall genauso? Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, man sollte, wenn es eben geht, nicht auf einen Erzähler verzichten. Weil er eine besondere Note dann doch reinbringen kann nochmal. Erstmal das und kann natürlich auch überleiten, weil sonst wird es vielleicht etwas unübersichtlich. Auch Vidan spielt ja an verschiedenen Orten. Wir springen bisweilen. Manchmal ergibt es sich aus dem Übergang oder auch aus der neuen Atmung, ach, wir sind wieder am See oder wir sind wieder im Polizeirevier. Aber das funktioniert nicht immer.
Und das würde die Leute dann doch irritieren. Mich übrigens auch. Ja, ich kenne auch so Radiohörspiele, die so mehr so, ich will jetzt nicht sagen, künstlerischen Anspruch, ist Quatsch, du bist ja also auch ein künstlerischen Anspruch, aber wo man das vermeidet, wo man sagt, man muss den, der Zuhörer muss sich das alles selber erschließen. Und das finde ich mal sehr, sehr anstrengend zu hören, weil ich dann einen Großteil meiner Konzentration nicht auf die Geschichte verwenden kann oder auf die Charaktere verwenden kann, sondern ich muss dann auch noch mitdenken, wo befinde ich mich denn gerade und muss mir selber die Regieanweisung auch noch vorstellen. Da finde ich euren Weg einfach sehr, sehr gut oder deinen Weg, wie du ihn gemacht hast. Du nimmst mir die Arbeit ab und ich kann mich dann wieder auf die Charaktere konzentrieren. Das gilt natürlich auch für Namen, die sehr wichtig sind. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Buch gelesen. Da hießen alle Jim, Jack, Joe, Bob, Bobby, Jason. Und alle waren mehrheitlich Polizisten. Und ich müsste mir eigentlich Notizen machen, wer jetzt wo was macht. Deshalb hilft es natürlich auch, wenn man relativ markante Namen nimmt. Mhm. Und ich glaube, das haben wir Notaro, Tyson Nawat McKay, Miles Vidan. Ist schon mal gut, wenn ich merke, Leute fragen, wieso heißt der denn Miles Vidan und wohnt in Montana? Ja, dann sage ich ganz einfach, möglicherweise hat er französische Wurzeln, das ist nicht völlig ausgeschlossen, wir sind nahe der kanadischen Grenze und der Name klingt. Dass du gefragt hast, zeigt, er hat sich eingeprägt, ne? Miles Vidan. Ja. Ne? Oder auch Sheriff Lennox. Mhm. Mhm. Wie lange brauchst du? Oder Mr. Hayes wird nie einen Vornamen haben. Mr. Hayes. Okay, das hast du jetzt auch nicht in der dritten Staffel, eventuell. Na gut. Wie lange brauchst du für die Namen? Ist das etwas, was dich quält oder geht das, fließt da schnell von der Feder? Das war mir schon immer wichtig. Schon als ich anfing zu schreiben, dachte ich mir, Namen sind wichtig. Manchmal kann man auch so über einen Namen so ein bisschen den Charakter des Protagonisten vorwegnehmen. Ich hatte mal schon lange her, da war ein Jugendhörspiel gemacht und ein Bösewicht hieß Jacob Botha, ganz hart, Jacob Botha. Mhm. Das war für die jungen Zuhörer schon klar, hui, das ist bestimmt kein guter, der Jacob Botha. Mhm. Weil er wird auch hart ausgesprochen. Oder in diesem Hörspiel war dann auch ein Protagonist, der hieß dann Zeus Monroe. Das sind natürlich Namen, die setzt man zusammen, da schaut man, dass es klingt und das sitzt. Mhm. Das ist anders, als wenn, da kommt Jack Miller, nein, da kommt Zeus Monroe. Mhm. Ja. Okay. Ja. Das heißt, da machst du dir schon auch Gedanken über die Namen. Ja, über Namen mache ich mir schon Gedanken. Und ich achte auch mal darauf, dass es passt. Montana, hast du einen Teil deutscher Einwanderer im 19. Jahrhundert und auch skandinavischer. Und das zeigt sich auch in der Namensgebung. Ne? Das ist eigentlich... Ja, ein schönes Stichwort, dass du sozusagen die Geschichte des Bundesstaats Montana auch nochmal erwähnst. Du hast ja sicherlich im Vorfeld der Serie recherchiert und Hintergründe aufgearbeitet und dich inspirieren lassen. War jetzt nochmal für die zweite Staffel eine andere Art oder zusätzliche Recherche notwendig oder konntest du da auf die Quellen zurückgreifen, die du eh schon hattest? Also ich hatte praktisch Montana schon inhaliert. Ich weiß, sofern das möglich ist, aus der Ferne, wie es dort aussieht, habe mich natürlich auch mit der Historie beschäftigt und zum Beispiel der Cree-Indianer, die auch eine Rolle spielen und natürlich auch mit den geografischen Begebenheiten. Ne, wir haben ja im Hintergrund die Rocky Mountains, die kanadische Grenze ist nicht weit, wir haben endlose Wälder und gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Bergbauindustrie, die am Boden liegt. Ne, also Montana ist praktisch... was Bergbau betrifft, ausgeblutet. Früher wurde Zinn abgebaut und ähnliche Metalle. Das wird auch schon in der ersten Staffel erwähnt. Also Blackdale ist nicht reich. Mhm. Mhm. Gibt es auch irgendwie so Sagen aus Montana, die du gelesen hast, die dir spontan einfallen würden? Oder das eher nicht unbedingt, sondern eher... Da muss ich jetzt ganz ehrlich passen, weil wir haben unsere eigene Story geschrieben. Ja, also wir greifen nicht auf irgendwelche Mythen der Vergangenheit zurück. Ja. Ist ein guter Ansatz, kann man vielleicht mal machen. Ne? Also danke für den Tipp, finde ich gut. Sehr gerne. Ja, wobei, das war ja das Interessante von der ersten Staffel nochmal, also dass wir das auch die zweite Staffel bisher, so wie wir sie hören konnten, gut finden, sonst würden wir jetzt ja nicht miteinander reden und das nicht bei uns in der Sendung haben, war eben, dass es nicht was Aufgewärmtes war, weil... Das ist gut, wenn man das macht, weil man natürlich etwas hat, an die, dass die Rezipienten andocken können. Aber damit hast du zumindest mir es schwer gemacht, weil wenn du dich so wie wir den ganzen Tag mit Mythen beschäftigst,
Dann haben wir gesagt, in welche Mottenkiste hat denn der Herr Weber jetzt reingegriffen? Wo wollte er denn jetzt hin mit seiner Geschichte? Das hätte mich auch zu sehr abgelenkt dann von der Story. Und das hast du mir aber ein bisschen versaut, weil du wirklich dir was Eigenes ausgedacht hast, also im positivsten Sinne. Und das hat es reizvoll bis zum Ende gemacht, das Hörspiel. Und ich bin jetzt eben gespannt natürlich, wo die Reise jetzt in der zweiten Staffel hingeht. Und wenn du jetzt gerade schon sagst, auch da habe ich mir jetzt nichts Bekanntes genommen, dann bin ich schon wieder sehr beruhigt, weil irgendwann fällt einem unter Umständen, das hat man ja auch erlebt, fällt Autoren irgendwann nichts mehr ein und dann muss man plötzlich alte Dinge aufwärmen. Dass Motive natürlich klar sind und dass du mit Montana alleine im Kopfkino der Leute natürlich was auslöst mit den Wäldern, das ist ja völlig klar. Das funktioniert dann, das ist ja fast schon eine Regieanweisung, wenn es in Montana spielt und man einen See hat. Dann hast du natürlich sofort die Berge im Hintergrund und du hast die Wälder. Und wenn noch das Plätschern des Sees hinzukommt, das muss der Sprecher ja gar nicht mehr beschreiben dann in dem Moment, sondern das machen wir ganz alleine. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, mir war es immer wichtig, ich verlagere meistens meine Storys in eher abgelegene Gegenden. Ne? Blackdale hat ein paar tausend Einwohner, die nächste größere Stadt. Eigentlich gibt es keine richtig großen Städte in Montana. Das wäre vielleicht Great Falls oder so, aber auch das ist sehr überschaubar. Es ist diese Abgeschiedenheit. Das prägt auch die Menschen dort. Das macht sie auf der einen Seite sympathisch, das kann sie aber auch borniert machen. Und ich sage immer, Hilfe ist nicht unterwegs. Da ist ja keiner. Das mag ich einfach. Dieses kleine Sheriff's Office in Blackdale ist auf sich angewiesen. Mhm. Bis da einer kommt, dann müssen sie halt selbst sich um ihre Leute kümmern. Also Squad Team. keine Hubschrauber, die einfach. Lassen wir das. Kommen wir mal vom kreativen Schreibprozess, und wir wollen ja auch die Geschichte natürlich nicht spoilern, mal weg, nochmal hin zur Produktion, weil auch das finde ich sehr, sehr spannend. Über das Jahr jetzt hinweg, wie dann eins. Da waren wir ja sozusagen nicht beteiligt, nicht involviert. Ich sage gleich, was ich meine, sondern irgendwann sind wir eingeladen worden, haben dich kennengelernt, hatten diese Premiere, haben reingehört, fanden es super. Und danach bin ich dir natürlich auf den sozialen Netzwerken gefolgt und insbesondere auf Facebook konnte man natürlich den Prozess mitbekommen. Also irgendwann die Meldung, dass es wie dann zwei geben wird. Dann sah man dich im Studio, man sah, welche Schauspielerinnen und Schauspieler, Sprecherinnen und Sprecher dazukommen. Und jetzt natürlich eine Frage, die du mir nicht beantworten wirst. Ich stelle sie dir trotzdem, Raimund. Welcher Teil macht denn mehr Spaß? Macht es denn mehr Spaß, alleine zu sitzen, den Stadtplan von Blackdale dir hinzulegen und zu sagen, wo spielt jetzt die Geschichte? Und dann sitzt du in deiner Schreibstube, so stelle ich mir das ja romantisch vor, und schreibst dann die Geschichte. Oder macht es mehr Spaß, mit den Schauspielern zusammen dann die Figuren plötzlich zum Leben zu erwecken? Oder am Ende noch, wenn dann noch Ton und Musik dazu kommt, dann noch eine Lage. Was ist das Reizvollste für dich? Kannst du das sagen? Die Standardantwort wäre jetzt natürlich alles gleich gut. Aber das sind wirklich nur Nuancen. Das Schreiben macht unglaublich Spaß. Es ist tatsächlich so, ich sitze dann in meinem Arbeitszimmer, umgeben von den Dingen, die mir wichtig sind, die ich schön finde. Ich kann in den Garten schauen. Ich höre dabei fast immer Musik, ganz wichtig. Ich bin tatsächlich noch jemand, der die CD einlegt. Ja. Und das ist toll. Und vor allen Dingen, ich kann ja, da ich das hauptberuflich mache, das zu jeder Tages- und Nachtzeit betreiben. Ne, wenn ich meine, hoppla, 8 Uhr, ich fange jetzt mal an. Oder dann eben erst um 14 Uhr. Wichtig ist natürlich, dass Termine eingehalten werden. Mhm. Zwischendurch machst du Kaffee und so. Das ist wunderbar. Also ich liebe meinen Job und ich weiß auch ganz genau, damit bin ich privilegiert. Mhm. Es ist eigentlich niemand, der mir über die Schulter schaut während der Arbeit. Natürlich muss das Ergebnis stimmig sein. Das wird von mir erwartet. Das ist toll. Mhm. Und zwischendurch gehst du dann in den Garten mit einem Tässchen Kaffee und ich gestehe, dann zünde ich mir auch ein Zigarillo an. So. Das klingt jetzt aber schon so, als würdest du eher tagsüber schreiben und nicht sagen, irgendwie Horror kann man am besten nachts schreiben. Nö, das ist nicht so. Also ich habe mein Timing verbessert. Ich weiß einfach, ich muss einen gewissen Rhythmus einhalten, um auch Termine zu befriedigen. Früher war ich da ein bisschen unsicher und da musste ich auch mal wirklich eine Nacht durcharbeiten. Mhm. Das ist nur bedingt lustig, weil irgendwann siehst du gar nicht mehr die Buchstaben auf dem Monitor. Mhm. Aber ja, es gibt auch keine Zeit, wo ich am besten arbeite. Obwohl vormittags und später Nachmittag. Mhm. Das sind meine Favoriten. Mhm. Was die andere Arbeit betrifft im Studio, das ist natürlich klasse. Man kennt viele Sprecher schon über Jahre hinweg und man
erzählt sich Anekdoten von damals und die sind auch alle schwer in Ordnung, muss man ganz einfach so sagen. Und die Profis sind dann auch sofort in ihrer Rolle drin. Ich meine, Jürgen Kluckert, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Mhm. Er weiß, wie Sheriff Lennox tickt. Mhm. Mhm. Da muss man gar nicht viel Regie machen, sondern sie leben Figuren schon per se. Genau, man muss es auch mal fließen lassen. Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, komm, wir machen das jetzt 10-mal. Ne? Und dann nehmen wir von den 10 den Besten. In der Regel, manchmal ist der erste schon gut, aber mehr als 2, 3 brauchst du nicht. Ne? Auf gar keinen Fall. Okay? Also manchmal ist es dann schon beim 1., 2. Take, also ihr seid da nicht an einem Satz eine Stunde am Herumbasteln und Schleifen. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, das sind alles tolle Sprecher und da gibt es überhaupt keine Probleme. Und wir suchen die natürlich auch bewusst auf. Es wird ja wirklich nach Charakter besetzt. Mhm. Nicht umsonst ist Udo Schenk Mr. Hayes, ne? Weil das kann er. Ja, und was dann natürlich am Ende das Ergebnis zu hören, diesen Prozess, wo dann immer mehr hinzugefügt wird, die Musik und dann, und irgendwann habe ich das dann ja, dann habe ich die erste Version, höre die dann ab und denke mir, jo, das ist gut, aber meistens hast du dann immer noch da ein Quäntchen und da entscheide ich nicht allein drüber. Auch die Regie mache ich zusammen mit meinem Freund und Agenten, dem Uwe Kaddick, weil es ist in der Regel so, das Ganze ist so komplex, wenn du da wirklich so einen Aufnahmemarathon hast von 11, von 10 Folgen, da musst du höllisch aufpassen und da würde auch mir mal vielleicht da ein kleiner Satz durchgehen. Mhm. Du merkst einfach, da hat jemand eine Silbe verschluckt. Ne? Mhm. Gut, das kannst du hinter alles noch reparieren, aber das ist zusätzliche Arbeit. Mhm. Also 10 Folgen aufzunehmen ist schon immens. Mhm. Magst du mal ein bisschen spoilern? Es ist ja nicht so, dass da alle Sprecher gleichzeitig reinkommen und dann seid ihr eine Woche gemeinsam in Blackdale, sondern es ist dann wahrscheinlich alles einzeln, Corona-bedingt wahrscheinlich noch mal komplizierter. Natürlich. Wie muss man sich das vorstellen? Kommen auch mal Schauspieler zusammen rein oder seid ihr da darauf angewiesen, dass das alleine stattfindet, dass du den Prozess vielleicht noch ein bisschen beschreibst? Also wir nehmen ja in 2 Studios auf, einmal in Berlin und einmal in Dortmund. Und es muss natürlich immer auf Corona geachtet werden. Mhm. Deshalb in Dortmund, also handeln wir es ganz schnell, es gibt 2 separate Eingänge. Im Prinzip müssen wir gar nicht in Kontakt kommen, außer über Gegensprechanlage. Mhm. Gut, es kann da mal passieren, dass einer 10 Minuten länger braucht und dann wartet schon der Nächste. Aber wir nehmen immer einen sehr großzügigen Zeitrahmen. Wir wollen auf keinen Fall, wie ich das noch von früher kenne, von anderen Aufnahmen, in Stress geraten. Mhm. Das ist total kontraproduktiv. Ne? Mhm. Nicht so, oh Gott, da kommt schon der Nächste, jetzt müssen wir aber hier Dampf machen. Auf gar keinen Fall. Das schadet der Gesamtproduktion. Ne? Ruhe, Gelassenheit und dann bleibe auch ich ruhig. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch einfach bei der Arbeit der Sprecher wieder. Mhm. Bloß keine Hektik. Ja, und wirklich auch so die Freude, wieder in die Charaktere zu schlüpfen und dann wieder so auch als Team zusammenzukommen, das merkt man schon, das ist richtig. Und schön. Auch zu spüren, es sind natürlich neue Rollen dabei. Und dann zu sehen, wow, das passt ja. Ne? Mhm. Da haben wir aber richtig besetzt. Das ist großartig, wenn dann wirklich neue Sprecher, Sprecherinnen da so richtig reingehen in die Rolle. Und ich denke, oh mein Gott, die leidet ja wirklich. Was habe ich da angerichtet? Es gibt eine ganz markante Rolle, das ist die jüngere Eliza. Die zieht sich durch die gesamte Staffel. Oh mein Gott, geht's der schlecht. Was bin ich doch für ein Schwein. Ist das nochmal anders, wenn du zumindest siehst, wie jemand es spricht und dabei natürlich die Emotionen zeigt? Wie wäre das, wenn das nochmal verfilmt wird irgendwann? Könntest du dir das selber angucken, was du schreibst? Ja, auf jeden Fall, weil es für mich Grenzen gibt. Ich mache ja grundsätzlich kein Splatter. Es gibt verschiedene Verbote, die ich mir auferlegt habe. Niemals Gewalt gegen Kinder, das gibt es bei mir nicht. Mhm. Und in entscheidenden Momenten, wäre es ein Film, würde die Kamera wegdrehen. Mhm. Also Splatter gibt es bei mir nicht. Mhm. Ich finde, auch gerade beim Hörspiel, das Schreckliche, wenn es angedeutet wird, ist vielleicht für den Hörer viel dramatischer, als wenn ich immer voll drauf halte. Ne? Mhm. Mein Gott, ich muss jetzt nicht die Leiber mit Maschinengewehrsalven durchsieben und Köpfe abschneiden. Wer es mag, mein Ding ist es nicht. Mhm. Und das wurde bisher auch immer von den Kritikern
gelobt, ne? Ja. Ja. Also es gibt ja auch Hörspiele, die so Todesszenen oder Folterszenen darstellen. Dann ist es entweder sehr kurz und dann lässt es einen auch ratlos zurück oder sehr überspielt. Also wo dann Menschen 30 Sekunden lang sterben in so Hörspielen. Auch das gibt's ja und da bin ich dann eher bei dir, dass man das, was nicht hört. Und wenn man weiß, und das kannst du in der Regel ganz gut, das können wir dir ja auch mal sagen, man darf ja auch mal loben in so einem Gespräch. Also es baut sich dann ja auf und dann entlädt es sich irgendwann, man muss gar nicht mehr hören, wie es sich entlädt. Also man weiß ja, dass da was ist in der Geschichte, dass was passieren könnte. Und das ist natürlich viel schlimmer, als wenn man dann dabei ist live und es hört. Und man ahnt ja sowieso, was passiert. Und dann ist die eigene Vorstellung ja immer schlimmer als das, was man da geboten bekommt. Genau, in dem Augenblick kommt dann wirklich das Kopfkino. Das genau. Ich habe sogar schon festgestellt, man muss noch nicht mal die Situation andeuten. Es kann sogar teilweise funktionieren, wenn jemand darüber erzählt. Mhm. Letztens ist doch das und das passiert. Und stell dir vor, da hat man doch tatsächlich. Ne, und schon geht das Kopfkino an, wie ihr sagt. Mhm. Nicht immer die Kettensäge raus. Das stimmt. du hast vorhin mal erwähnt, dass Menschen, die die erste Staffel gehört haben, nach dem Namen Miles wieder angefragt haben. Hat es überhaupt Reaktionen gegeben von den Hörerinnen und Hörern? Und wenn ja, was waren das für Reaktionen? Gab es da irgendwie eine Lieblings-E-Mail oder Nachricht, die du bekommen hast, wo du wirklich gedacht hast, oh Mensch, da ist jemand voll eingestiegen und freut sich über die erste Staffel? Also ich sehe es jetzt an den Reaktionen, dass die Leute auch schon, viele Leute der neuen Staffel entgegenfiebern, sagen, ich kann es kaum erwarten, wann kommt es und ich zähle die Tage. Das sind natürlich, wenn man sowas hervorrufen kann, das freut einen natürlich, das macht einen auch ein bisschen stolz, eigentlich ein bisschen, ich sag mal sehr stolz, weil wir Kreativlinge leben natürlich auch von der Reaktion, vom Beifall der Menschen, wie jeder, der auf die Bühne geht, gehen wir auch auf eine Bühne, ne? Wir schicken einfach unsere Werke ins Meer und sie segeln ab und dann schauen wir mal, was passiert. Und wenn das dann angenommen wird, wenn das in ganz vielen Häfen ankommt, dann ist das großartig, ne? Es ist immer ganz klar, du wirst nie etwas erschaffen, was allen gefällt. Das gibt es nicht. Jeder hat gewisse Vorlieben. Ich staune auch manchmal, mein Gott, das ist jetzt ein Erfolg. Ich finde das nicht gut, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Nein, wir haben sehr, sehr viele schöne Reaktionen, das muss ich sagen. Auf jeden Fall. Jetzt hat ja auch Europa mit Wie dann ein Experiment eingegangen, hat mal was gemacht, was ja eher noch neu war. Also aus dem Podcasting-Bereich, diese Serials und so, das kennt man ja alles, das ist aber immer noch mal anders gelagert. Aber zu sagen, wir machen eine Hörspielserie als Staffel aus einer Hand dann ja auch. Es gibt ja auch andere Serien, wo dann verschiedene Autoren beteiligt sind, aber das war jetzt ja wirklich aus einem Guss, aus einer Hand, aus einer Vision. Das war ein Risiko und wenn man nicht davon ausgegangen wäre, dass das klappt, hätte man es wahrscheinlich gar nicht angegangen. Aber wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, ja, das fliegt wirklich? Also, dass man selber ja nichts abliefert, was man nicht gut findet, ist völlig klar. Aber was war so der Moment, wo du vielleicht bei einem Zigarillo auf deinen Garten geschaut hast und gesagt hast, nee, das klappt wirklich? Gab es so einen Moment? Ja, es gab es schon, als man mir mitteilte, hey, es funktioniert. Das heißt, und als man mir natürlich sagte, so, jetzt müssen wir über die zweite Staffel reden. Das heißt, das ging relativ zügig. Es war eigentlich von vornherein eine zweite Staffel vorgesehen. Und ich sage es mal ganz einfach, offen heraus, mit Sony haben wir einen hervorragenden Partner gefunden. Das heißt, das war aber schon der Partner, der dann dich auch kontaktiert hat und gesagt hat, Raimund, das ist genauso gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dem Moment gab es. Ja, also wir werden auch weiterhin eng zusammenarbeiten. Weitere Produktionen sind schon in Mache. Und ja, super. Das ist doch schön. Was soll ich sagen? Jetzt bist du, ich weiß gar nicht, bist du als reiner Autor, das klingt jetzt auch wieder so despektierlich, als reiner Autor gestartet in die Kunst oder warst du auch immer in Hörspiele involviert? Und jetzt wäre ja so die Frage, Autor, Hörspielproduzent oder Hörspielautor, dann eine ganze Staffel, dann aber auch schon quasi in der Produzentenrolle, zweite Staffel, vielleicht neue Dinge, die ankommen. Wann gibt es denn dann die erste Fernsehserie mit Raimund Weber? Also viel mehr geht ja schon gar nicht mehr. Dann könnte man auch über Kino reden. Würdest du dir das auch noch zutrauen, wenn jetzt einer sagt, das, wie dann? Wie wäre denn das? Netflix oder Amazon, die dann sagen, lassen Sie uns mal sehr gerne, also sehr gerne. Wenn es ein Partner ist, der wirklich kompetent ist,
dann auf jeden Fall. Ne? Mhm. Es gibt natürlich auch, das hat die Erfahrung gezeigt, Kollegen haben dann so etwas gemacht. Es gibt natürlich auch Partner, die machen dann eine Produktion und fragen sich, hoppla, das ist von mir, was war das denn jetzt? Ne? Mhm. Aber natürlich bei Netflix oder bei der BBC kann man davon ausgehen, das wird gut. Filmregie, nein, ich würde mich natürlich gerne einklinken und wäre so etwas wie ein Co-Regisseur, das würde ich dann den Profis überlassen, wie man immer die Sachen, ich spreche auch keine großen Rollen. Ne? Mhm. Leute fragen, warum sprichst du nicht mehr? Sag ich, nein, weil die anderen so furchtbar gut sind, die können das. Ich mache euch maximal mal so einen Polizisten. Ne? Also ich darf es verraten, in der zweiten Staffel ist meine Rolle, ich habe den Satz aus Seattle, sie müssen sich aber trotzdem ausweisen. Und schon werde ich erschossen. Ein Cameo. Cool. Ja, hatten wir auch in der ersten. Da war ich der miesgelaunte Fischer. Zum Doc Dala. Das also machst du dann also schon. Aber das finde ich ja auch interessant, dass du sagst, nee, dann lieber dann den Profis überlassen. Wobei du ja schon einfach unfassbar viel mit Uwe dann auch gemeinsam ja stemmst, im Grunde genommen mehr als das andere auch tun würden unter Umständen, weil du auch deine Vision dann auch nicht hergeben willst? Also. Dafür ist mir eine Sache wie Vidan einfach zu wichtig. Mhm. Da bin ich einfach zu dicht dran. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Auftragsproduktionen gemacht, wo man dann denkt, boah, und dann ist man sogar super überrascht, wie geil das geworden ist. Mhm. Aber es gab auch schon dann so Tiefschläge, wo du denkst, oh Gott, was ist das denn? Jetzt haben die da noch Witze eingebaut. Ne? Das gibt's auch, wo dann einfach der eigene Stil gebrochen wird. Mhm. Wo dann Leute sagen, die mich kennen, das ist auch von dir? Sag ich, nee, ist nicht von mir, habe ich nicht geschrieben. Haben die einfach da reingemurkst. Okay. Mhm. Jetzt bist du ja auch schon 2 bis 3 Tage im Geschäft. Das kann man ja sagen, das kann man ja auch nachrecherchieren. Findest du, dass sich die Bedingungen generell verbessert, verschlechtert haben, was dieses Genre der Audioproduktion angeht? Ist es jetzt mal ein kurzer Lichtblick oder glaubst du, dass da die Zukunft mehr solche Produktionen ermöglichen wird, weil da auch ein Markt vielleicht für da ist? Ich glaube, dass wir jetzt erstmal konstant bleiben. Und was sich verbessert hat, sind die technischen Möglichkeiten. Das merke ich auch einfach, wenn unser Komponist arbeitet oder auch in der Tontechnik. Das war früher schon toll. Jetzt ist es einfach noch besser geworden. Wir können viel mehr aus dem Vollen schöpfen. Wenn ich gewisse Ideen habe, könnte das nicht etwas mehr nach etwas metallener klingen. Das ist heute alles möglich. Wir können Räume bauen, wo wirklich jemand von links nach rechts geht und hinten geht noch eine Tür auf. Das war früher sehr, sehr schwieriger. Dennoch greifen wir heute nicht ausschließlich aufs Archiv zurück. Es gibt einfach Geräusche, die gibt es in keinem Archiv, zumindest nicht so, dass wir damit zufrieden sind. Dann wird tatsächlich im Studio rumgerappelt und geknistert und getan. Mhm. Okay, das macht ihr also auch noch. Also das könnte man sich auch vorstellen, dass man das alles aus dem Netz sich lizenziert und dann. Es gibt eine Sache, die kriegst du aus dem Archiv nicht hin. Das ist Körperlichkeit. Mhm. Menschen bewegen sich. Ne? Selbst wir bewegen uns jetzt. Ich gebe Geräusche von mir. Ne? Mein Hemd, das knistert. Das ist manchmal nicht hörbar. Und auch im Hörspiel ist es nicht immer hörbar. Aber Miles Vidan ist ein Polizist. Ein Polizist hat je nach Wetterlage eine Lederjacke an, eine Uniformjacke. Er hat ein Pistolenholster und vielleicht hängen hier noch die Handschellen. Ne? Das darf man nicht übertreiben, aber wir müssen ihn knirschen hören. Und dieses Holster darf auch mal kurz gegen den Oberschenkel schlagen. Das ist halt so. Ja. Und die Autotüren dürfen auch nicht mehr gleich klingen. Wir haben in der zweiten Staffel einen VW-Käfer, also den echten Käfer von damals. Ja. Ein Modell aus den frühen 80ern, der taucht dort auf. Den haben wir aufgenommen. Da haben wir uns einen Käfer gesucht und haben den Käfer aufgenommen. Damit es authentisch klingt. Das war nicht das Richtige, das klang nicht authentisch. Und sowas ist mir wichtig. Ja. Das sind Dinge, da fragen mich die Leute, du benennst viele Dinge mit Namen. Da fährt nicht ein Auto vorbei, sondern dieses Auto hat eine Farbe, es hat einen Typ und möglicherweise auch ein Baujahr. Warum? Das macht Dinge plastisch. Mhm. Ne? Wenn da der Ford Thunderbird in Aubergine vorfährt, Baujahr 68, und dann sagt noch einer, oh, das ist doch die 6-Liter-Maschine. Viele Leute können damit nichts anfangen, aber es stört auch nicht, wenn du es nicht übertreibst. Aber viele sich, ja. Das ist etwas, ich gebe es zu, das habe ich von Stephen King gelernt. Mhm.
wenn ihr Stephen King lest, unabhängig wie ihr ihn jetzt findet, er ist ein großartiger Geschichtenerzähler, speziell im Detail, und er benennt die Dinge, er beschreibt sie. Die Tomatensuppe, die im Regal steht, ist von einer besonderen Sorte. Und das ist keine Werbung, sondern wir haben sofort das Bild. Ne? Ah ja, das. Oder das Auto, das hat er immer gemacht. Und das habe ich verinnerlicht, weil das macht Spaß. Und ich schaue, es macht mir persönlich auch, ich bin ein kleiner Autonarr und dann gucke ich auch immer, was könnten die denn dann in Montana fahren? Und das muss ja auch ein bisschen, die Karre muss auch abgewrackt sein. Die ist dann auch schon mal 15 Jahre alt. Das heißt, jetzt wissen wir, wie du auf die Namen kommst, wir wissen, wie du auf die Auto kommst. Ich würde gerne nochmal auf die aktuelle Situation der Audioproduktion zurück. Hast du eine Idee, warum vielleicht auch Menschen sich wieder Audioproduktionen zuneigen? Ich meine, wir haben Netflix, wir haben Amazon, wir haben Disney Plus, wir haben das Internet, wir können ja alles auf Knopfdruck haben. Auch Kinofilme inzwischen im Grunde genommen, gerade jetzt auch in der Pandemie sind abrufbar. Und trotzdem scheint es ja, Sehnsucht wäre jetzt übertrieben, aber es scheint ja Menschen zu geben, die sagen, ich genieße auch ein Hörbuch. Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Ja, also ich merke es bei mir selbst, wenn ich längere Autofahrten mache, zum Beispiel von meinem Heimatort nach Berlin ins Studio, dann habe ich da ja ein paar Stunden Zeit, dann höre ich ein Hörbuch, vielleicht ein Hörspiel oder den Deutschlandfunk, weil das ist so entspannend. Ne? Die haben ja fast ausschließlich Wortbeiträge und dann wird ein Beitrag angekündigt über die schlechte finanzielle Situation von Tenören in der Provinz und ich denke mir, oh Gott, und dann ist das interessant. Das bringt Ruhe ins Spiel. Ich gleite durch die Landschaft und diese Ruhe hast du dann auch abends in deinem Lieblingssessel oder so, weil vielen geht die Reizüberflutung doch auf den Keks. Mir auch. Ja, ich gebe zu, ich habe Netflix. Ich schaue auch ab und zu rein. Aber manchmal möchte ich das nicht. Da möchte ich Ruhe. Dann lege ich halt Musik auf. Oder eben ein Hörbuch speziell. Ein Hörspiel auch. Entspannung. Es passiert so viel und so viele Einflüsse strömen von allen Seiten auf uns ein, da muss man einfach Ruhe im Karton sein. Und das gelingt vielleicht mit einem Hörspiel, auch wenn es etwas aufregend ist, wie zum Beispiel Vidan oder Ähnliches. Ja, wollte ich gerade sagen, weil Mystery-Hörspiel ist jetzt ja nicht die pure Entspannung, dann könnte man ja sagen, warum kein Liebeshörspiel, aber so ein bisschen was passieren soll ja schon noch, was einen emotional mitnimmt. Jetzt hast du schon ein bisschen gespoilert, also man... Du wirst mit Sony auch offensichtlich ja noch irgendwas machen eventuell. Das freut uns ja sehr, sehr zu hören. Heute, 14. Mai, wo wir das ausstrahlen auf den Kanälen, ist die Premiere. Wartest du dann auch wieder auf den Anruf eine Woche, zwei Wochen später von Sony, die dann sagen, hat wieder funktioniert? Ist man dann unruhig? Also guckt man ins Netz? Wartet man auf Reaktionen? Wie geht's dir dann, wenn das Kind sozusagen im Weidenkörbchen auf den Fluss gesetzt wird und anfängt loszuschwimmen? Dann kannst du es ja nicht mehr zurückholen. Nein, ich vertraue dem Kind. Das wird seinen Weg schon finden. Mhm. Und wie ich schon sagte, ich bin von der zweiten Staffel überzeugter noch als von der ersten. Das will schon viele heißen. Du warst ja schon auf die erste Staffel sehr stolz und sehr zufrieden, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, im Nachhinein ist es immer so. Es war bei mir immer so, egal ob ich ein Buch schreibe, ein Hörspiel mache oder sonst was, dass ich denke, in einem gewissen Abstand, da hättest du aber da noch ein Quäntchen mehr geben können oder da. Ist so, ist normal, wird sich nie ändern. Werde ich vermutlich auch im Abstand zur zweiten Staffel wieder so empfinden. Aber ich habe einfach ein durch und durch gutes Gefühl. Was wäre der beste Grund, wie dann zwei zu hören? Jetzt hast du ja mal die Chance, unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, was der Künstler meint, warum man wie dann zwei hören muss. Eigentlich eins auch, aber. Also wer die eins gehört hat, da hoffe ich, dass er ohnehin die zwei hören wird. Und bevor man die zwei hört, sollte man auch die eins hören, sonst hat man nämlich gewisse Probleme bezüglich der Verständlichkeit. Ja, das geht gar nicht anders. Und ich sage einfach, wer die Eins mochte, kann jetzt wieder nach Hause kommen. Deiner. Es wird ein neuer Laden eröffnet, der auch sehr wichtig ist. Das Sheriff Office. Wir haben unsere Bess mit ihrem Käsekuchen. Und jetzt ist es Sommer. Ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen. Bess bringt jetzt selbstgemachtes Eis mit und all diese Dinge. Der Neville-See, der schon in der ersten Staffel da war, rückt sehr in den Fokus. Es wird sehr spannend und das Schöne vielleicht auch für viele Hörer ist, wir lassen sie nicht einfach im Nebel stehen. Sie werden verstehen und sagen, ach, so ist das. Dahin läuft es. Ne? Ich glaube, dass am
wenn jemand am Ende der 10. Folge ist, denkt er sich, aha, verstehe. Ohne nicht neugierig zu sein auf eine dritte Staffel. Mhm. Okay. Ja, so war es ja schon beim ersten Mal. Also, ja, genau. Das finde ich ja auch eine Kunst, dass nach so einer Staffel die Geschichte zu Ende erzählt ist oder zumindest zu einem Punkt gebracht ist, dass man sagt, okay, hier endet es jetzt erstmal und trotzdem natürlich, genau wie du sagst, war es halt am Ende der ersten Staffel schon so, dass man gesagt hätte, ach, eigentlich könnte ich jetzt auch CD 11 noch einlegen. Das wäre jetzt auch gar nicht super, schlecht. Super, ja, so muss es sein. Und dann, wenn du jetzt sagst, das wird bei der zweiten Staffel nicht anders sein, dann muss man wieder ein Jahr warten. Das ist ja schrecklich. Dass man ja, das ist nun mal so. Also gut Ding will Weile haben. Ich lese tatsächlich im Netz immer Dinge wie so, boah, das dauert aber lange. Naja, das muss erstmal geschrieben werden. Dann muss es nochmal durchgegangen werden und dann kommen die Sprecher und dann geht es, was der aufwendigste Teil ist, in die Produktion, ne, wo möglichst alles sitzen muss. Jede Türklingel, jeder Schritt, jeder Atmer. Mhm. Wie oft hast du jede einzelne Episode inzwischen gehört? Kannst du das noch sagen? Viel weniger, als ihr glaubt. Okay. Weil, Kompliment an unser Team, es ist nicht so, dass ich dann eine Folge höre und denke, ach du lieber Himmel, nochmal. Ne? Mhm. Und auch Sony sagt das nicht, das sind Akzente. Ne? Mhm, mh. Ich würde sagen, jede Folge habe ich bisher gehört, 3 bis 4 Mal. Okay. Und mehr dann, nicht. Ja, mit Notizen von einzelnen Stellen, wo du sagst, da. Genau, ne, also Lächern, der Käfer ein bisschen lauter und dann hörst du auch nur noch die Stelle nochmal und gibst sie dann am Ende frei. Ganz genau, ganz okay. Genau. Und wie gesagt, das entscheide ich nicht alleine, das kann man nicht, da müssen mehrere Leute dran arbeiten. Jeder hat eine andere Sicht. Andere Hörweise daran zu gehen. Und das ist sehr hilfreich, muss so sein. Also es wird grundsätzlich immer von 3 bis 4 Leuten Kontrolle gehört. Mhm. Aber auch nicht mehr wahrscheinlich, oder? Wenn 10 Leute hören, hast du auch 15. Nein, das geht nicht. Dann kannst du wieder von vorne anfangen. Weil einer ist immer dabei, der sagt, da ist mir aber zu wenig Gewalt. Okay. Ja. Ich habe noch eine Frage, die mich wirklich so ein bisschen umtreibt als Fan des Genres Horror, Mystery, wie auch immer. Und zwar die Frage, ob du das Gefühl hast, dass die Pandemie, dass diese aktuelle Situation sich irgendwie in dem Genre niederschlagen wird. Und also entweder in der Form, dass die vielleicht neue Projekte inspiriert oder eben bestehende verändert thematisch oder eben völlig losgelöst davon, dass man dann immer sagt, man will aber das Genre Horror eher als Eskapismus völlig losgelöst von der Realität haben. Da würde mich mal deine Einschätzung einfach interessieren. Also insgesamt würde ich das nicht nur auf den Bereich Mystery Horror beschränken, sondern wenn ich jetzt wieder mal einen Thriller schreiben würde, ob jetzt Buch oder Hörspiel, würde die Pandemie keine Rolle spielen. Mhm. Weil, wenn wir uns vorstellen, jetzt in der zweiten Staffel hätte Miles Vidan, wäre noch nicht geimpft, müsste warten und all diese Problematiken. Mhm. Ja, das ist die schlimme Realität. Aber das möchten die Leute, glaube ich, nicht noch in ihrer Freizeit erleben, weil das funktioniert, das ist eine losgelöste Bedrohung, die wir in Vidan haben. Und man kann sich entspannt zurücklehnen und sagen, mein Gott, das kommt ja nicht zu mir. So schlimm, wie es ist. Das schadet auch nicht der Spannung. Mhm. Aber das noch einfließen zu lassen, nein. Ja. Ich habe festgestellt, schon sehr schnell im letzten Jahr kamen dann die ersten Corona-Romane. Ne? Teilweise auch schnell runtergeschrieben, beschränkt auf 120 Seiten. Das habe ich nicht verstanden, das konnte ich nicht nachvollziehen, das würde ich nicht tun. Das hat einen ganz schalen Beigeschmack. Mhm. Wenn ich blitzschnell auf diesen Zug springe, man noch gar nicht weiß, wohin geht denn die Entwicklung der Pandemie und ich hau da schnell was raus. Und ich glaube, das wurde vom Publikum auch nicht angenommen. Mhm. Ich meine, wenn die Leute krank werden, will ich nicht noch einen Roman, wo die Leute krank werden. Ja. Das ist absurd. Dass man das in den gewissen Fernsehspielen natürlich mit einfließen lässt. Gäbe es noch die Lindenstraße, wäre das natürlich mit drin. Mhm. Das muss ja. Aber ich arbeite fiktiv. Ne? Auch wenn ich viel Reales mit einbringe, möglichst gut recherchiere, die Pandemie findet nicht statt. Mhm. Hattest du mal irgendwann die Idee, eine Geschichte zu schreiben? Ich meine, vor der Pandemie war der Film wie Contagion und was es so alles gab, dieses Narrativ gab es ja schon, das Killer-Virus. Hast du auch mal mit dem Gedanken gespielt, so eine Geschichte zu schreiben? Nö. Okay, nicht ganz kurze Antwort, nein.
Und nicht, weil ich das jetzt furchtbar finde, es hat mich irgendwie nicht gereizt. Ja. Es gibt einfach gewisse Themen. Wenn du sagst, ich entwickle jetzt eigenverantwortlich eine Story, dann kommen gewisse Dinge mir dann nicht in den Sinn. Also ich weiß zum Beispiel, ich würde keine Cyberpunk-Story schreiben, ganz einfach, weil es mir nicht liegt. Ja. Vielleicht, ich würde auch sagen, kann ich vermutlich gar nicht. Von daher, auch, ich sag mal, Western, tja, vermutlich eher nicht. Mhm. Ist jetzt aber nicht irgendwie eine Einschätzung an Qualität. Es sind einfach Dinge, die mir nicht so liegen. Nicht deine Leisten, wie man so schön sagt. So sieht es aus. So ja, sieht's aus. Vielleicht sollte man auch nicht alles machen wollen. Das kann auch. Nein, dann bist du am Ende auch ein Gemischtwarenladen. Und das ist nicht gut. Ne? Wer meint, alles zu können? Stimmt. Gibt es wenige, die das vielleicht hinbekommen. Ja, ich kriege auch eine Fliese an die Wand. Das geht mir ähnlich. Ja, ja. Genau. Ramon, vielen, vielen Dank für die Danke Zeit, dir. Die du dir genommen hast. Und vor allen Dingen, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, haben ja unsere Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit, 5 Exemplare der Boxen, das ist ja auch noch eine Besonderheit, dass ihr auch noch diese haptischen Boxen macht. Man könnte es ja auch irgendwie in Streaming raushauen, aber du hast ja gerade schon gesagt, du legst selber die CDs auch bei der Musik noch ein. Ja. Würdest du es auch machen, wenn die sagen, okay, wir machen auch Staffel 3 bis 12, aber dann gibt es keine CDs mehr, sondern nur noch online? Ja, ich würde die Geschichte natürlich gerne fortführen, aber ich würde weinen, ganz ehrlich. Würdest du kämpfen? Die sehen mich wirklich in der Videokonferenz weinend vor dem Monitor. So. Du würdest auch wahrscheinlich noch ein bisschen kämpfen und argumentieren, oder? Ja, ja. Und ich finde es auch toll, dass das weiterhin so gemacht wird. Das ist bisher überhaupt kein Thema, dass wir von der Box abweichen. Ja. Und ich liebe es ganz einfach, diese Box dann zu nehmen und dann schwupp, da kommt sie in das Regal, wo deine ganzen Sachen stehen. Mhm. Die stehe ich, habe ich bei mir. Das, und diese Box könnt ihr jetzt 5-mal gewinnen und sie werden sogar von Raimon signiert sein. Vielen Dank, dass du das auch machst. Gerne. Und ihr habt binnen 14 Tage, also jetzt bis zum 28. Mai 23.59 Uhr, Gelegenheit, uns eine E-Mail zu schicken. Und diesmal machen wir es ein bisschen schwieriger. Sonst hätten wir jetzt gesagt, wie dann als Stichwort. Aber ich finde, für so eine schöne Box und dann noch die Unterschrift des Autoren und Produzenten müsst ihr ein bisschen mehr machen. Schreibt uns bitte, wo spielt denn die Geschichte? Wer jetzt schon aufgepasst hat, wird es mitbekommen haben. Man findet es aber auch relativ gut raus. Huxler-Hörer sind ja gut im Recherchieren. Also bitte eine E-Mail und dann in den Betreff bitte reinschreiben, in welchem Ort in Montana, soweit kann ich ja schon gehen, spielt denn wie dann generell beide Staffeln im Grunde genommen als Hauptort. Und dann habt ihr die Chance, unter allen Einsendungen werden wir eine von 5 signierten Boxen verlosen. Und Raimon, ich habe die Hoffnung, dass wir dich irgendwann mal wieder bei uns zu Gast haben, weil das ja, immer nett ist mit auch, dir. Sehr schön, sich mit dir auszutauschen und vielen Dank für den Einblick. Ja, ihr hättet auch als Preisfrage stellen können und als ersten Preis, ich sag mal, ein Mercedes der S-Klasse. Wie heißt der Bürgermeister von Blackdale? Das stimmt, aber ich habe leider keinen Mercedes. Das machen wir bei Staffel 3. Da organisieren wir dann noch einen Mercedes. Da sprechen wir nochmal ein bisschen mehr. Beraten. Der Bürgermeister wird nie genannt, von daher. Ah, okay. Das ist aber auch ein bisschen gemein. Aber gut, okay, wir gucken mal. Vielleicht kommt er in der dritten Staffel vor und dann. Möglich, ja. Ja, ja. Dann müssen wir Bürgermeister. Das ist immer eine tolle Rolle. Raimon, alles Gute dir. Viel Erfolg bei allen weiteren Projekten. Wir freuen uns jetzt dann auch ab dem 14. Mai selber, alle Folgen von Wie dann 2 hören zu können. Ja. Und ihr alle da draußen habt die Chance zu gewinnen. Und wir können euch nur empfehlen, zum Anwärmen, bis diese 14 Tage vorbei sind, schon mal in die erste Staffel von Wie dann reinzuhören. Wer das noch nicht getan hat, ist wirklich empfehlenswert. Sonst würden wir das nicht machen. Hat uns einfach gut gefallen. Raimon, danke dir. Vielen Dank. Zeit. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. 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 Der Huxella Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de
Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.